immer nur mich selber zu tun, die Menschen, die auch nicht gesehen haben, Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Wassermoleküle, Planeten, die um Sonnen rumkreisen. Hast du es jemals gesehen? Hat es überhaupt jemals einer gesehen? Ja, die Astronauten haben es gesehen. Es gibt keinen Astronaut, der jemals gesehen hat, dass sich Planeten um eine Sonne rumdrehen. Du meinst, das sind Konstrukte. Aber ein Konstrukt, das man nicht sehen kann, kann sich nur einer ausdenken, dem man das dann mal abstrakt in Form von Worten erzählt, einprogrammiert. Darum sage ich, du bist wie ein Computer, der Programme, die er sich nicht raussuchen kann, zu Bildern macht auf seinem Bildschirm, die er sich selber anschaut. Bis hin zu der von dir selbst ausgedachten eigenen Geburt in der Vergangenheit als Druckenauslache. Hast du es erlebt? Könntest du das beschwören oder ist es einfach nur ein logisches Konstrukt, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest? Der, der sich das denkt und erlebt, ist was ganz was anderes wie diese Gedanken. Die hängen von dem Schwamm halt ab. Und den kann sich wieder keiner raussuchen. Mein schönes Schwammbeispiel ist auch wieder so ein kleines Bachelstück. Das werde ich immer mehr in tiefsten Innern erschüttern, umso mehr wie das bewusst wird. Und der, den das erschüttert, das ist der, der mich jetzt sprechen hört, nicht irgendein Gedanke. So sieht es aus, Conny. Kein bisschen anders. Und dann kriegt man Angst vorm Alleinsein, das muss man zuerst mal hinstellen. Ein einfacher Satz, den Traum erlebt immer nur der Geist der Träume. Und dann wirst du merken, in der Physik, die Mehrweltentheorie von Alfred Wiener, da sind überall die Ansätze da und man geht immer von einer Welt der Außen aus. Und die Lösung ist dann wirklich so einfach, wie man drauf mit drei Stunden zeigt. So ein wunderschönes Beispiel für die geistige Blindheit, weil man nicht zuhört, weil man Worte nicht richtig hört. Und wenn du dich dann treiben lässt, jetzt wie bei dir zum Beispiel, scheiß die Moral an, scheiß das, egal was treibst, aber halt dann nicht fest. Du gehst damit um, wenn ich sage mit dem Jürgen, entweder nimmst du ihn so wie er ist oder du nimmst ihn nicht, dann muss man halt zum Böse haben. Das ist wie mit der Frostwaldgeschichte geworden. Es ist nur, du nimmst doch deine Freiheit. Man macht sich solche Schränken, mein berühmtes altes One-Night-Stand-Beispiel. Diese vier Seiten sind sehr wichtig, kannst du dich erinnern? Ich muss ich nicht nochmal erzählen. Diese vier Seiten vom One-Night-Stand, was ist Freiheit? Das ist wieder mein Einheitskreis. Plus, 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 minus. Plus steht für One-Night-Stand passiert. Nicht der positive Aspekt oder der negative. Und der passiert nicht, gibt auch einen positiven und einen negativen Aspekt. Und die alle vier sind gleichzeitig da. Du schaust du von den vier Seiten immer plus eine an. Und dann kennst du die Motivation, warum. Die Frage ist immer zuerst einmal, warum. Das ist eine Kategorie 3 Frage, kannst du sofort annehmen, weil ich jetzt denke. Warum ist das jetzt? Weil ich denke. Und wo ist das? Hier. Und es passiert jetzt. Darum soll ich zuerst einmal eine feine Antenne kriegen, wenn du wieder irgendwas hast, was du was wissen willst. Ist jetzt das eine Kategorie 1, 2 oder 3 Frage? Du wirst feststellen, du hängst immer in der Kategorie 1 und 2 fest. Du meinst schon wieder Entscheidung drin. Weißt du, die Sache, wo ist es schön in Frankreich oder in Deutschland? Es ist schon wieder ausgedacht. Nein, hier und jetzt ist es am schönsten. Aber das ist doch immer. Alles andere ist peripher, sekundär. Betonung liegt auf unter. Sekunda. S-Eck. Ein raumzeitliches Eck erzeugt eine Welt. Unter. Sekunda. Genau. Wie geil das geschrieben wird. Nomen ist Omen. Im Namen liegt die Vorbedeutung. Aber da muss ich Namen deuten können. Da brauchst du die Vordersprache. Corona aus Spanien ist, heißt halt immer noch der Eckstein, den die Bauleute verbrochen haben, ist das Corona. Und das Cor ist ja immer, Cor ist ja zuerst einmal im Lateinischen das Herz. Herz, genau. C, sag ich immer, steht er für C, für G, für Geist, für Licht. Ist Or, ist er weg. Und der Korpus, Bus ist dann wieder der Eider und Ei ist wieder der Trümmerhaufen einer Reihe. Dein Korpus ist die Spiegelreihe. Mal das Grundprinzip wird immer klarer. Es wird immer klarer, weil plötzlich stellst du die Wörter dann selbst erklären, umso mehr du den Hintergrund dieser Stochaien, dieser Zeichen, dieser Schöpfungskräfte, das eigentliche Wort für griechisch für Buchstabe heißt Schöpfungsmacht, Schöpfungselemente. Das sind diese Zeichen in Rot-Blau gelesen. Gilt für alle Sprachen der Welt, für alle Geräusche. Dann gibt es die schöne, ich mache nochmal, ich habe das ein paar Mal erwähnt, die Filme sprechen ja zu dir, ältere für euch,
unabhängig davon, solche Namen, die Götter müssen verrückt sein. Ja. Der Film, die Götter müssen verrückt sein, ein Alter aus den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre, ein Film. Kennst du den Dieter? Dieter, oh, gigantisch schön und lustig. Also Ausgangssituation ist ein kleines, irgendwo in Afrika oder was, was nicht in welchem Land jetzt, mit der Cola-Flasche. Genau, das Buschmännchen. Das ist, Götter müssen verrückt sein und dann fällt ja dieses Wunder vom Himmel. Und das ist am Anfang, war ja Glas, du musst ja, wenn du in einen Ursprung fällst, die keine in Kontakt zur Zivilisation um und da fällt eine Glasflasche runter. Dieser Behälter, dieses Material ist für die was vollkommen. Und dann, die hatten den totalen Frieden, keinen Streit. Und dann ist ja nur eine einzige da und die einen haben dann hier gestampft damit, weil man gut stampfen kann. Der andere hat festgestellt, wenn man reinlässt, macht das Geräusche, der wollte es nicht hergeben. Jeder wollte jetzt die Flasche haben und jetzt kommt sowas wie Neid in den kleinen Volk auf. Das kann niemand. Das ist im Urwald. Und dann der Häuptling sagt dann hier, und das sind so kleine Pygmäen, so kleine, so ganz kleine sind es nur. Und der sagt, der bringt es den Göttern zurück, aber die Götter, das vom Himmel runter muss am Ende der Welt. Und dann marschiert er mit der Cola-Flasche los, die wollen das Ding nicht mehr haben. Und was jetzt spaßig ist, in Nambia, das weiß ich, in Nambia muss das gewesen sein, die sprechen. Namibia. Genau. Jetzt ist es, genau. Da war, jetzt muss ich einen Sprung machen zu meiner Fernsehsendung, war Bauer sucht Frau, waren doch eigentlich in Namibia, das sind ja Deutsche. Ja. Und da war ein Deutscher, der sich vermitteln hat, der ist mit solchen, vor so einem Volk aufgewachsen. Und der spricht diese Klicksprache, weil die sprechen nämlich eine Klicksprache, nennt sich das. Die sprechen nur mit Konsonanten. Das ist der Kleine, spricht nur in Konsonanten, der benutzt keine Vokabeln. So komisch reden die. Und der Bauer, sucht Frau, der ist mit denen aufgewachsen, der kann die Sprache, weil der mit den Kindern aufgewachsen ist. Interessant mit in der Metaphorik in dem Film jetzt mit Holofilin, weil die heilig sind. Das ist ein ganz natürliches Volk, die keinen Streit und gar nichts kann, bis das Ding vom Himmel gefallen ist. Und jetzt will er das zurückbringen und dann marschiert er los. Und das ist dann so die Erlebnis, wo auf die Zivilisation trifft. Und da wird eigentlich die Perversion der Zivilisation dargestellt. Mit Neid. Aber es ist interessant, die sprechen nur mit Konsonanten, die entheiligen die Worte nicht. Und auch das, jede Kleinigkeit, die Welt spricht zu dir durch Liedtexte, durch Professoren, durch Lesch, durch Literatur, bis hin zu der Bedienungsanleitung auf der Magnetütensuppe oder die Autonummer, wenn du mit dem Auto rumfährst. Aber der Sinn ist nicht, alles aufzufächern. Das ist einmal eine Phase, bis du das checkst, das identifiziert sich immer mehr, aber irgendwann langweilt ich das dann auch, weil dann was, das stimmt eh. Dann muss ich es nochmal machen. Egal, was ich aufhöre, stimmt sowieso. Wenn du das einmal mit einmal zigtausenden von Worten gemacht hast und das immer mehr beherrschst, was du verstehst, brauche ich gar nicht nachschauen. Ich habe sogar mal einen Zufallsgenerator angeschmissen, aber kurz erzeugen. Das funktioniert auch. Halt alles. Es ist halt einfach. Und es ist ein Teil, das da ist. Und du wirst aber merken, dass da ein ganz simples Prinzip im Hintergrund ist. Das ist auch hier. Ich sage doch als Udo immer, umso einfacher ich was mache. Ich nenne das einmal dieses Nichts, das da ist. Entsteht im selben Moment das Gegenteil. Druck erzeugt Druck, loslassen, loslassen. Der Witz ist aber, dass das Loslassen kannst du bloß bis Null machen. Im raubzeitigen Denken reißt du es dann auseinander. Ich sage, du musst loslassen, aber nie den Kontakt verlieren. Nicht zurückweichen, das will ich nicht mehr, sondern du musst immer im Kontakt bleiben. Jetzt ist aber der Kontakt, ist ein D-Akt, ist ein gespiegelter Akt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal unseren Spiegeltunnel. Unser klassischer Spiegeltunnel, wenn ich jetzt habe, ist Spiegel hüben, Spiegel drüben, ich schaue über die Spiegelkante, jetzt können wir noch ein Lämpchen dazwischen reinstellen, muss aber nicht sein, da sehe ich ja Spiegel, 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 Spiegel. Wenn ich die ersten zwei auseinandernehme, dann habe ich immer noch Spiegel, dann dehnen die sich alle gleichzeitig auseinander, wenn ich die zusammenschiebe, wirst du feststellen, die Reihe bleibt, wenn ich die parallel halt zwar unendlich lang, solange ich jetzt das sehen kann, aber durch dieses Verschieben, verschiebe ich, wird jetzt die Reihe eigentlich länger, wenn ich es so mache, es waren nur die Abstände in dem Tunnel waren länger, aber die fallen ja dann hin in den über Eisenbahnschienen zusammen, obwohl die gar nicht zusammenfallen. Weißt du das? Für dich optisch, wenn die irgendwann einmal, wenn ich jetzt mir unendliche Ebene von Eisenbahnschienen ziehe. Und jetzt, weil wir jetzt gerade ein schönes Thema haben, machen wir ein bisschen Physik. Und zwar bleiben wir jetzt einmal bei dem Meerwasser, wie weit kann ich sehen? Und da wir die Erdkrümmung haben, da sind wir oft darauf eingegangen, was schon Fehler, wirklich eindeutige Fehler im System sind. Du kannst den Darwinismus ganz leicht widerlegen. Denk an ein, dass ich da bin, 25, diese Sache. Aber du kannst zum Beispiel jetzt auch nur am Bodensee, wo ich sage, das denken wir uns jetzt aus, ist natürlich eine Frage. Ja,
Wenn ich jetzt das erzähle und ich probiere das, dann muss das ja so sein, weil ich das glaube. Ist jetzt die Frage, wenn ein anderer das ausprobiert, der nicht Holofeeling hat, sieht er das dann auch, was ich mir jetzt denke, dass er sieht? Das ist, ich habe in einem Selbstgespräch einmal gesagt, wir diskutieren jetzt, ich behaupte, in der Kopfschale ist kein Gehirn, sondern ein Apfel. Wenn du einen Kopf aufschneidest, ist ein Apfel drin. Wenn ich jetzt das glaube und du bist der Figur in meinem Traum, wir vergessen beide das, aber ich erlebe das von der Brille des Udos. Und du sagst, nee, da ist ein Gehirn drin und ich sage, da ist ein Apfel drin, weil ich das weiß. Und da sage ich, gut, dann gehen wir in der Pathologie und dann schauen wir da mal rein. Dann wenn das, wenn ich das glaube, richtig jetzt in Programmstruktur glaube, wenn wir hinfahren und wir schneiden das Gehirn auf, den Kopfschalle auf, den Schädel auf, dann wird der Apfel drin sein und dann wirst du nicht blöd ausschauen, weil ich ja dann von vornherein mit meiner Logik weiß, dass du dasselbe siehst wie ich. Du meine ich jetzt die Kiste, die ich mir ausdenke. Und dann ist es interessant, dass ich dir natürlich auch zuspreche, dann bin ich gespannt, wie du reagierst, wenn ich dich überzeuge. Das gilt aber nur in meinem Traum für die Figuren. Umgekehrt ist aber dasselbe, dass wenn bei dir jetzt einer auftaucht, der behauptet, da ist ein Apfel drin und du weißt, dass ein Gehirn drin ist, dann sagst du jetzt, fahren wir mal hin und dann wird dann da ein Gehirn drin sein und dann wirst du interessant sein, wie der reagiert, wenn dann doch ein Gehirn drin ist und kein Apfel. Weil du hast eine komplett eigenständige Welt mit deinen Glauben, wo du die Ausgangsbasis bist. Und jetzt komme ich hier zu dieser Erdkrümmung. Das Tigerbeispiel. Tiger, Max, bitte? Genau. Das ist Tigerbeispiel. Tigerkäfigbeispiel. Alles meine Beispiele, Tigerkäfig. Genau. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber ich mache jetzt diese Erdkrümmung und da haben wir ja Bodensee-Menschen, dass. Das würde aber bedeuten, dass sozusagen die Weltebene von diesem, bei diesem Beispiel, dass mit einem Menschen als Ort, du glaubst dran oder ich glaube dran, und da ist der Apfel drin. Ne? In seiner Welt fährt man dahin. Schneiden auf und das könntest du hören oder irgendwas. Ja. Es ist der Witz, dass du ja nur die Perspektive von deinem Glauben erlebst. Ja. Alle anderen Glauben sind Sachen, die du hörst. Aber verwirklichen tut sich dein Glaube. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, leben in einer Welt, die du dir ausdenkst. Das heißt, dein tiefster innerer Glaube, das nenne ich das Grundkonstruktprogramm, das Kollektivprogramm, gilt für all die Figuren, die du dir ausdenkst. Dass alle Menschen glauben, dass die von einer Trockennasenäffin geboren wurde, ist, weil es dein Glaube ist. Das ist ein Grundglaube, der Kollektivglaube, der in dir drin hängt. Und wir leben hier jetzt, sage ich, in einem Kollektivglauben. Da gehört zum Beispiel dazu, nicht weil ich mir jetzt das in die Kisten reindenke, das ist Kollektiv, in meinem Kollektiv drin, ich sage jetzt im Schwamm, das Aspirin, wenn du Kopfschmerzen hast, sind die Kopfschmerzen weg. Bei den meisten jetzt, bei normalen leichten Kopfschmerzen. Das hat nichts damit zu tun. Ich sage, wenn ich, früher habe ich so oft gesagt, wenn ich jetzt Udo Kopfschmerzen habe, und ich habe sehr selten Kopfschmerzen, aber wenn die ein bisschen sind, juckt es, aber wenn die so laut sind, dass du nicht laut denken kannst. Für mich ist es, wenn ich zwei Aspirin reinhaue, ist das in einer Viertelstunde ist weg. Oder so erträglich, dass es nicht mehr ist. Es ist aber nicht, dass ich glaube, dass dieser Stoff, was ich angelesen habe, es wirkt trotzdem, aber es ist nicht der Stoff. Es ist der Kollektivglaube, weil das programmiert ist im Kollektiv. Und in meinem Schwammbeispiel sage ich, der Schwamm, wenn sich vollsaugt, das ist individuell, wo ich ihn vollsauge. Der Schwamm bleibt gleich. Der Schwamm ist das, was mir jetzt tiefer die Erbanlage ist. Egal, wo es für ein Schwamm ist, dich Schwämmchen vollsaugt, ob du in Basin, in Indien oder in Deutschland oder sonst wo erwachsen, dich vollsaugst mit dem Wissen, jetzt chronologisch gedacht. Es ändert nichts dran, wenn du in den Spiegel schaust und du bist der Schwamm. Klaus, dann wird im Spiegel immer ein Klaus da sein, der spricht eine andere Sprache, hat einen anderen Glauben, aber das ist der Schwamm selber. Und du hast in dem Schwamm auch so eigenartige Charakterzüge, wo man sagt, der hat es nicht gestohlen. Die sind auch nicht Schwamm, sondern die sind Schwamminhalt, sondern die sind der Schwamm selber. Das sind Bewegungsabläufe. Wenn ich die Marien marschieren sich, und ich habe so ganz krass bei mir meinen Briefträger Schmidt, der Jürgen, das ist jetzt nur ein Name, das ist ein Bekannter, wo ich weiß, seine zwei Töchter, und wenn der läuft, der hat so einen eigenartigen Gang. Das ist so ein eigenartigen Gang. Und die Kleine, wenn die nebeneinander laufen, die hat denselben Schlenker mit dem Fuß wie der Papa. Das ist, wo ich, meine Mutter hat immer gesagt, der hat es nicht gestohlen. Es ist nicht nur das Aussehen, wo es Ähnlichkeiten gibt zwischen den Eltern, das macht aber ja, weil dein Glaube ist, ich bin ja von den Genen von den zwei entstanden. Und es ist nicht nur das Aussehen, sondern da sind auch tiefere Charakterzüge drin, die sich wiederholen. Was ich nicht unbedingt wiederhole, das zeigt die Geschichte, dass wenn einer sehr gescheit ist, dass die Kinder deswegen auch gescheit ist. Das ist meistens nicht der Fall.
Jetzt, wenn ich in diese Vererbungslehre gehe, da gibt es ja auch, das ist ja alles Wissenschaft, sind alles Wissensgebiete, dann wirst du feststellen, dass sich oft hier erst nach 2, 3 Generationen auch das Aussehen wieder ganz brutal wiederholt. Dass da welche raussprießen in der Vermehrung, trocken lassen auf Vitaminismus, die ganz anders aussehen und dann kommt plötzlich nach 2, 3 Generationen wieder einer, der genauso aussieht wie der Urgroßvater. Kann man alles lernen, aber das ist Wissen, das wir verwirklichen. Kann aber nur einer verwirklichen, der es weiß. Und Wissen, du hast so unendlich viele Möglichkeiten, auf Wissen zurückzugreifen. Aber ich will jetzt auf was ganz was anderes hinaus, das ist als Eingangsbasis unsere Erdkrümmung. Und dann nehmen wir den Bodensee und dann nehmen wir jetzt Konstanz und Bregenz. Und das ist jetzt bekannt, dass das kann man einfach ausrechnen. Wenn das wirklich die Erdkrümmung des Wassers krümmt, dann müsste, wenn man das aufzeichnet, das habe ich auch gesagt, das machen ja die Flat Earther, die jetzt meinen, die Welt ist doch flach, die beweisen die flache Welt damit, was ein Blödsinn ist. Das ist so voller Fehler und das aber, was kritisiert wird, ist nicht falsch. Müsste das sein, wenn du in Konstanz, Koblenz, wenn du in Koblenz, ich sage Augenhöhe 1,80 Meter, Konstanz. Wenn du in Konstanz am Bodensee Augenhöhe 1,80 Meter, ich mache es jetzt ganz grob, mach mich nicht fest, wenn man es ausrechnen, in die Größenordnung stimmt. Wenn du nach Bregenz schaust, siehst du, wenn du schaust, du kannst am Fernstecher nehmen, siehst du Bregenz. Wenn du das auf die Entfernung, auf die Erdkugel, auf dem Radius, die Erdkrümmung machst, ich mache es jetzt einmal mit der Hand, dass ihr es euch vorstellen könnt, wir übertreiben das jetzt einmal, ist diese Erdkrümmung so groß, dass wenn wir da 1,80 Meter über dem Wasser sind, dann kann ja maximal dein Blick hier über die Wasserkante, wenn da Bregenz ist, in der, wenn wir das umrechnen, muss, glaube ich, 100, also rein abstrakt gesehen, müsste das höchste, alles was unter 100, im klassischen sind unter 147 oder 150 Meter ist, kannst du gar nicht sehen. Du siehst sogar die Uferpromenade, wenn du schaust mit dem Fernstecher. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil ich jetzt ja bloß den Abstand zu den Abstand mache, sondern es geht ja von hier aus, wenn ich jetzt da die Zeichnung habe, ist ja durch das, dass du ihn, wenn ich jetzt so eine Krümmung mache, du kannst es vorstellen, und ich schaue jetzt hier, ist ja, das muss ja noch über diese Nulllinie hinausgehen, dass ich da hochkomme, sind es glaube ich fast 400 Meter, aber jetzt wenn du nachschaust, glaube ich, das höchste Gebäude, ich weiß jetzt nicht mehr, aber 100 Meter oder 80 Meter, was nicht einmal das, nicht, glaube nicht einmal 80 Meter ist der höchste Hochturm. Du siehst praktisch das Ufer und du dürftest eigentlich von der Stadt gar nichts sehen. Das kann man rechnen, das kannst du drehen und wenden, wenn du das dann hinaus, das ist wie mit der Mondlandungsfake, dass die immer, wenn die dir erklären, wie die Schatten, wenn man sich dafür interessiert, dass die, die dir jetzt erklären, dass das kann ja doch sein, die bringen immer so extreme Beispiele, wo du so vage bist, aber die richtigen Hämmer werden einfach ignoriert. Aber auf das will ich nicht hinaus und dann gibt es ja hier Zoom-Aufnahmen. Es sind Weißenburg-Vortrag, ein Bild ist ein Bild. Die Falle beginnt in dem Moment, wo jetzt ein Bild in dir auftaucht, ständig wechselnde Bilder, und du glaubst noch zwanghaft, stellst du dir die Frage, wurde das jetzt in der Vergangenheit manipuliert oder nicht manipuliert? Ist das eine Computeranimation? Wer hat es aufgenommen? Es gibt verdammt nochmal nichts, was in der Vergangenheit entstanden ist. Was entsteht, kann das jetzt entstehen, hier entstehen, in deinem Kopf. Und da kommt da nichts von außen oder von der Vergangenheit. Solange du das nicht komplett eliminiert hast, in dir wirst du nicht frei sein. Du träumst, das ist im Traum. Und was ich mir jetzt ist, da gibt es zum Beispiel Zoom-Aufnahmen. Ich weiß, eine bei New York, das ist der See. Und in England gibt es auch eine Aufnahme, wo die mit Super-Zooms reinzoomen. Und über noch wesentlich weitere Strecken wie im Bodensee, in Boston, glaube ich, irgendwo, gibt es da auch einen See. Das ist aber nicht, die Bodensee hat ja bloß 80 Kilometer oder was. Und da geht es dann um 160 Kilometer. Und da machen sie so Super-Zoom, der steht am Wasser und dann zoomt der rein. Und da ist ein Fußballstadion, du siehst es dann natürlich durch die Luft flackert, die Warmigkeit ist dann das Bild, wenn verflackert, siehst du das ganze Stadion, das ist glaube ich knappe 100 Meter hoch oder 80 Meter hoch und nach der Erdkrümmung auf diese Länge, wenn du das anschaust, müsstest du um die Ecke rumschauen, müsste das glaube ich 500 oder 600 Meter, unter 600 Meter kannst du da gar nichts sehen. Und jetzt kommt die klassische, das einfachste überhaupt beim Denken ist, wenn wir Erdkrümmung haben und das Schiff fährt weg. Und dann sagen die, gut, wenn das wegfährt, dann siehst du irgendwann bloß das Segel und dann verschwindet es. Das lernt man in der Schule, dann stellst du dir das so vor und dann machst du das. Wenn du das jetzt in der Praxis nachvollziehst, wird es eigentlich immer kleiner und es wird im kleiner werden, immer unscharf und dann verschwindet es.
Jetzt kann man natürlich hier nachschauen, indem wir ja mit einem Teleskop uns ranzoomen. Wir haben ein riesen Zoom-Teleskope und dann wirst du merken, dass das verschwimmt. Aber da ist ein riesen, jetzt in der reinen Konstrukt, in dem reinen Konstruktprogramm, und jetzt müsst ihr wirklich ein bisschen mehr Physik mit haben, wenn du mal mit einem Tele-Zoom machst, wenn wir jetzt unsere Wellen haben, wir haben ja Wellen, die sind ja, wenn ich sage mal mit so Wellen mit einem halben Meter oder einem Meter, dass das schwappt. Die habe ich jetzt und die waren natürlich diese Wellenberge durch unsere Perspektive. Denk mal, wir machen jetzt Eisenbahnschiene, machen wir mal so. Geht es umso weiter das weg ist, wird es ja immer kleiner. Wir gehen einmal davon aus, die Erde wäre wirklich flach. Und wir denken uns nur die Wellen drauf, die immer einen Meter sind im Jetzt. Überall sind die einen Meter. Sobald ich das vor mir in der Perspektive, in einer Tiefe ausbreite, die es ja gar nicht gibt, wenn ich träume, wenn ich auf eine Brille aufhabe. Die Dreidimensionalität ist ja eine Illusion. Weil dadurch diese Wellen, die ich jetzt einen Meter habe, in diesem Prinzip immer auch mit der Entfernung für mich kleiner. Wenn ich jetzt einen Zoom habe, kann ich das herholen und dann sehe ich plötzlich wieder die Wellen größer werden, weil ich vergrößere die Entfernung. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, wenn das Schiff fährt und du weißt jetzt diese perspektivische, wir gehen davon aus, dass das eben ist, dass dieses perspektivische immer enger wird. Jetzt haben wir eine leichte Krümmung, liegt ja da oben, liegen ja die Wellen drauf. Und sobald ich mich hinzoome, vergrößern sich diese Wellen in dem Bereich und dort es ja kleiner ist, muss das Schiff, das dadurch unmittelbar ist, sind die Wellen klein. Wenn das jetzt weiterfährt, wenn aber wenn ich mich hinzoome, wenn ja die Wellen in dem Abstand größer, verschwindet es hinter diesen geflapperten Wellen beim Eben. Wenn jetzt eine Verkrümmung ist, deckt es das sowieso zu. Klingt komplizierter, wie es ist. Ich mag Fragezeichen auf den Augen. Wenn ich jetzt, da müsste ich jetzt Bilder haben, dann könnte ich es euch leichter demonstrieren. Wenn ich mich doch jetzt hinzucke, das, was weiter weg ist, wenn ich jetzt nur schaue, unser Spiegeltunnel, ich mache es einmal rund, wenn ich jetzt da reinschaue mit zwei, wir machen mal einen Spiegel mit einem Loch und einen Spiegel gegenüber, wo ich dann den sehe, dann sehe ich doch diese Röhre, die immer enger wird. Aber die Röhre geht ja nie zusammen. Wenn ich jetzt in eine Röhre reinschaue, die total eben vor mir in die Ewigkeit geht, sehe ich eigentlich nur eine Wand, die in einem Punkt zusammenfällt. Wo ich mir natürlich denke, das geht dann immer weiter und immer weiter. Wenn ich jetzt hier mich reinzoomen würde, dann wird diese enge Ebene, wenn ich mich reinzoome, wird für mich groß. Was ich jetzt röhre, die immer enger wird, jetzt mache ich eine Kamera, dann sehe ich natürlich die Röhre bei 1:1 und zoome ich mich jetzt rein, habe ich irgendwann einmal die Röhre, die immer enger wird, aber die Röhre, die ich jetzt in der Kamera um mich herum sehe, ist eigentlich, weil ich mich hier reingezoomt habe, ein Stück weiter hinten. Bist du jetzt ungefähr dabei? Und dasselbe, wenn du das Wasser machst und du zoomst dich ran, wird das Wasser, die Wasserwellen, die immer enger werden. Die werden natürlich, wenn ich mich ranzoome, sind dann eigentlich hier größer und das Schiff, das weiter hinter ist. Nein, wenn ich den Fokuspunkt erst einmal hier habe, das bleibt immer, was weiter weg ist, immer wieder kleiner. Ich zoome mich dann ran, dass ich die Wasserwellen habe und das geht ja trotzdem weiter. Dann ist die Größe, bis ich mich ganz hinzoome, was aber nicht funktioniert, weil das ja gekrümmt ist angeblich. Aber das ist nicht die Krümmung, sondern das ist alles bloß eine perspektivische Verzerrung. Ich mache es noch einfacher. Wenn du jetzt, altes Beispiel Almener, wir denken uns einmal, das Wasser ist ja angeblich gekrümmt. Du denkst jetzt, du bist auf einer ganz kleinen Insel im Wasser und um dich herum ist Wasser. Und eigentlich dein Wissen zwingt dich selbst am Bodensee. Wenn ich jetzt schaue und es ist nur Wasser und wir sagen jetzt fast kein Wellengang. Und da wäre jetzt nur so eine kleine Insel, die hier einen halben Meter wie ein Felsen über Wasser ist und da stehst du auf dem Felsen und um dich herum ist nur Wasser. Nur Wasser. Interessant, wenn du in eine Richtung schaust, wirst du aufgrund deines Wissens den Eindruck haben, dass du ja, weil du weißt, du bist auf einer Kugel, dass das ein bisschen gedreht ist. Man weiß das ja. Aber interessant ist, das ist wirklich, du gaukelst dir selber was vor. Weil wenn du dich jetzt umdrehst, ist es auch gedreht. Moment. Und jetzt machen wir mal Folgendes, dass wir auf ein Stativ eine Kamera hinstellen. Okay, jetzt zoomen wir uns ran und wir machen ein Foto. Und dann drehe ich das und ich mache wieder ein Foto und ich mache wieder ein Foto. Das ist wie bei den Kameras, wenn ich jetzt drehen kann. Und dann lege ich die aneinander. Und dann wirst du feststellen, wenn wir die drehen und du legst die Fotos aufeinander, ist das ein ganz linearer Strich. Aber komischerweise, wenn ich jetzt das mache, habe ich immer das Gefühl, dass da was gekrümmt ist. Das heißt, wenn ich um mich herum schaue, ist der Horizont der Strich. Wenn ich jetzt schaue, ist der Horizont der Strich.
auf dem Meer. Schaue ich in eine Richtung, meine ich, das ist gekrümmt. Ich kann jetzt hier auf die Insel, ich mache es noch, nicht einmal mit dem Ding, ich mache einfach hier Periskop, ich lege das, einen Punkt mit Kimme und Korn lege ich auf den Rand und das total eben ist. Und dann drehe ich das und dann werde ich feststellen, dass es genau ein Strich ist, wenn ich es drehe. Aber wieso soll das dann gekrümmt sein? Und du merkst, deine Logik biegt sich das so hin, dass dir es logisch erscheint. Aber was ist das alles, was jetzt ist? Jetzt holen wir uns wieder zurück in Holofeeling. Ihr habt jetzt Worte gehört. Es war nur Worte. Den Udo könnte jetzt das Bild wegmachen, es waren nur Geräusche. Wenn du jetzt nur Spanisch sprichst, wären das nur Geräusche gewesen, es wäre nichts in dir passiert. Du kannst aus Worten nur das aufbauen, was dein Verständnis von Worten für Vorstellungen in dir erzeugt. Und all das jetzt, das Konstanz, das Bregenz, die Krümmung, die Wellen, der Zoom, es sind alles Worte, wo du Vorstellungen aufbaust. Und zwar so, wie dein Programm die Vorstellungen hergibt. Das ist das, was ist. Dieses Programm bestimmt das, was du zu sehen bekommst. Und wenn du das Programm entweitest, kannst du mit denselben Worten komplett andere Bilder erzeugen. Und wir bleiben jetzt fast im Feinstofflichen und die kannst du dann auch materialisieren auf der Feuerbrille. Das ist in den Physikbüchern. Du kannst alles verändern, aber du musst das Programm verändern. Deine momentane Veränderung sind nur Variationen von Variationen deiner Logik. Und wenn wir spazieren gehen, Conny, dann siehst du Sachen, die du noch nie gesehen hast, du siehst aber nichts Neues. Es ist nur Oberfläche, es sind Häuser, es sind Bäume, es sind Menschen, es sind Autos. Und du sagst, das habe ich ja noch nie gesehen, da war ich ja noch nie. Da war ich ja noch nie. Es sind Bilder, die du noch nicht gesehen hast, die aber im Prinzip Bilder sind, Variationen, wo du tausendmal schon gesehen hast. Das habe ich so oft gesagt. Du verlässt dein Programm nicht. Bedeutet das, dass ohne Programm nichts ist? Ohne Programm ist nichts. Was ist ein Computer ohne Programm? Nichts. Darum sage ich ein Träumen, du brauchst ein blaues Ich. Du brauchst ein Buch. Damit ist alles konstruktiv. Alles. Richtig, du brauchst ein blaues Ich, du brauchst ein Programm. Und das Programm wiederum braucht einen Geist, das aus dem, das nenne ich jetzt den Computer als Geist. Der Computer ist das da mal nichts und er braucht ein Programm, dass er Bilder machen kann. Und der Computer schaut die Bilder, die er mit dem eigenen Programm macht, du schaust immer nur deine eigenen Informationen an. Aber dieses Ich wiederum, diese zwei, der Geist, das ist der Adam. Denker und Ausgedachte, Seger wie ein Körper. Aber da das in dem Moment auch was ausgedacht ist, es ist meine Lampe im Projektor, wo ich sage, die Lampe im Projektor, die flackert nicht mehr, die da. Da kann ich die Filme austauschen, das sind die Bücher im Regal. Und das Flackern. Und jetzt haben wir den Zeitakt. Das sind die Stufen. Das rote Ich ist ewig, das ist rot. Das symbolisiere ich mit der Lampe im Projektor. Das kann so viele Leben erleben, das ist diese Geistesfunk, die halt verschiedene Bücher lesen und mit jedem Buch andere Welten aufbauen. Aber erleben du das bloß der JCH, der vom Bücherregal steht. Das ICH, dieses Geistesfunk, ist nur eine Reduktion, weil du dich jetzt, Jan hat es heute ganz klasse im Spaziergang gesagt, weil der so Erkenntnisse hat, wo er sich gar nicht zusammenbringt mit der Schöpfung, wo er sagt, dieses Nichts muss sich etwas erschaffen, was es nicht ist, um sich selbst erleben zu können. Kannst du ihn selber fragen, hat er richtig toll formuliert. Ja, sag ich, und das ist jetzt nochmal ein Fehler. Das, was du erschaffst, was du nicht bist, um dich selbst erleben zu können, das ist schon mal das, du bist weder das noch das, sondern der in der Mitte. Dieses absolute Nichts. Das ist jetzt das Bücherregal. Die Lampe wiederum brennt ja nur, weil eine Energiequelle da ist. Das ist UB. Das ist wie das Atomkraftwerk, das unteilbare UB, verbundenes Wissen, rot. Wird zu dem JCH. Das ist eine göttliche Kollektion, das wiederum ein ICH. Und das Interessante in unserer Sprache bei dem Buchstaben Mi im Deutschen, das haben wir im Griechischen nicht und im Hebräischen, bei unserem Alphabet haben wir IJK. Das ist der 9., der 10. und der 11. Buchstabe. Wir bleiben beim 9. und beim 10. Der 9. ist das I und der 10. ist das J. Okay? Ganz wichtig in unserem Alphabet. Im hebräischen Uralphabet ist die 9 die Spiegelung. Drum 9 ist lateinisch Neo. Und J ist der kleine Gott. Der Neo ist der, der noch zweifelt. Und jetzt schaust du dir die Matrix an, wenn er zum Orakel kommt. Das ist, bin ich das, will ich nicht sein. Ich glaube mir als Udo,
Jetzt mache ich wieder Urgeschichte, weil ich ja so gegen religiöse Spinnen und so war. Ich war rein Naturwissenschaft. Meine Götter, habe ich immer gesagt, sind die Physiker. Ich brauche mehr Input. Ich habe mir gelesen und gelesen. Ich war so neugierig. Angelesen. Schule hat mich nicht interessiert, außer es war normales Ding. Das kommt im Alter. Dann bis dann Elektronik losgegangen ist. Aber dann haben wir alles mögliche Philosophen gelesen. Autodidaktisch. Religion war für mich Spinnerei, da war immer noch im Denken, da schmunzel ich drüber, das ist auch so ein Wechsel wie bei der Pubertät, Zungenkussbeispiel, vorher eklig, danach wichtig, dass das, was ich bewundert habe, mit dem selber Denken plötzlich gemerkt habe, dass das genau andersrum ist. Jetzt die, meine Götter waren, die Lescher und Konsorten, die ich nachgeplappert, nachgeäfft habe, das gibt jetzt so, jetzt lache ich drüber, eigentlich über meine eigene damalige Dummheit. Das sind so kleine Reizauslöser. Und dann kommt ja das, meine berühmte Woche, wo ich sage, das so getimt war auf dem Tag, genau 17 Jahre, wo ich dann die Woche die Ohrenbarung, das erste Ding schrieb, weil ich sage, ich muss jetzt das, da war klar, die Physik stimmt nicht, das war kein Thema, es war nur Physik, da habe ich wirklich nichts, überhaupt nichts mit Religionen am Hut gehabt. Ich habe zwar gelesen, ich war in Asien viel in buddhistischen Klostern, Spinnerei, wo man mal macht, bis man merkt, das ist es sowieso nicht. Das Klassische, was war, was du halt machst in dem Ding, wenn du suchst, wobei das Suchen war eigentlich so nebenbei. Und dann kommt es, wo ich sage, ich muss jetzt mal, was sagt mir das eigentlich mit der Physik, dass ich das einmal neu, da waren die Grundlagen von Ich bin du beim Schreiben. Das ist das Erste, wo die Marion jetzt weiß, in ihren Traum, so denke ich mir das, wo ich wirklich eine Woche ununterbrochen rund um die Uhr geschrieben habe, was ich weiß bei der Bundeswehr, wenn du 36 Stunden wach bist, da wenn die Augen, wenn du zumachst, kippst du im Stehen weg. Wenn du 36 Stunden nicht geschlafen hast und nur was körperlich machst. Und da habe ich eine komplett eine Woche auf dem Tag, genau war das 17 Jahre, nachdem ich mein Laden die Eröffnung gehabt habe. Wo ich das Zeug dann die Grundlagen für Ich bin du geschrieben habe. Und da bin ich dann heimgefahren zu Marion und da hatte ich noch keinen Computer da rumstehen. Und da musste ich in den Laden fahren. Und da war ich nur im Laden rund um die Uhr hin bei mir in meinem Kapuff gesessen. Und abends bin ich heim und dann geht mir das im Kopf, ich sage, Spatz, ich muss im Laden, ich kann sowieso nicht schlafen, ich habe den Kopf voller Gedanken, was gar nicht geht. Und dann war ich an dem, genau wo das dann an dem Dach war, war der Grundstein von Ich bin du gelegt. Und jetzt kommt der große Hammer, die Marion, das war ein Montag morgens dann. Und die Marion geht auf die Arbeit normal, bin damals so aufgestanden um 8:30, 9:30, jetzt stehe ich um 5:00, 6:00 auf. Und dann bin ich natürlich länger stehen, weil ich platt war. Und dann klingelt, die Martin ist kurz aus dem Haus gewesen, um 7:30 oder was klingelt die Haustür. Und dann denke ich, was ist denn jetzt los? Und dann gehe ich hin, mache die Haustür auf und da stehen drei Typen. Und dann hält mir einer Ausweis vor die Nase und sagt, Steuerprüfung, Sie haben einen, alle stehen und liegen lassen, Sie haben einen anrufen, entweder den Rechtsanwalt anrufen oder den Steuerberater, einen Anruf habe ich Rechtsanwalt oder Steuerberater, alles liegen lassen, Hausdurchsuchung. Also jetzt geht's los. Noch nicht mal es war mir Tag total Pause hast du gehabt, ha? Das verstehe ich nicht. Noch nicht mal ein Tag Pause wurde dir gegeben. Nicht, das war genau an dem, wo ich sage, jetzt schlafe ich mich aber wirklich aus nach dieser Woche. Ist und dann so? Kommt hier Steuerprüfung, alles stehen und liegen lassen. Und dann ist es los, ein Anruf. Und da war mir so wascht, es war mir alles wascht. Und dann sage ich, darf er mir wenigstens duschen und anziehen, sagt alles. Und dann sagt er, ja, bla 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 bla, wir haben in der Schweiz das und das Konto. Und wenn Sie mir sagen können, wo das Geld herkommt, sind wir sofort wieder weg. Wenn Sie mir sagen, irgendein Steuerding, Sie haben in der Schweiz, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 250.000 Mark waren das damals, in der Schweiz das Geld liegen, wenn Sie mir sagen können, wo das Geld herkommt, dann sind wir sofort wieder weg. So kann ich Ihnen das selbstverständlich erklären. Also einen Steuerberater darf ich anrufen oder einen Rechtsanwalt. Habe ich einen Steuerberater angerufen, den haben wir dann rausgeklingelt, darf ich mich zumindest tischen. Du warst in Ellingen bei mir meine Essecke. Ich kann Ihnen das erklären, dann sage ich, wie viel Zeit habe ich. Wenn Sie uns das lückenlos erklären können, so viel Zeit, wie Sie wollen. Es hat auch, nach 3,5 Stunden war die Maßweinflasche auf dem Tisch gestanden. Die waren so hin und weg. Das ist, und da war dann wirklich, ich habe das erklären können, was natürlich unlogisch ist für im ersten Moment. Und wenn du schaust, den Original-Schriftverkehr, den du bist ich, sind zwei, der Finanzamtbrief, der berühmte, der ein Weisheitsstück ist ohne Ende. Und davor ist nochmal, was ich dann diesen Steuerprüfern, die bei mir waren, geschrieben habe. Das ist sehr, sehr viel Weisheit. Die waren dann total begeistert, jetzt sind durch die Wohnung. Ich habe gesagt, ihr dürft alles anschauen, ich habe keine Geheimnisse. Ich weiß, mein Denken ist außergewöhnlich. Darum war ja auch bei mir die Steuerprüfung, wo ich dann gehabt habe, ist komplett in Luft verlaufen. Dann sind die abgezogen
Und dann kriege ich hier, habe ich den Finanzamtbrief noch geschrieben, das ist der Originalbrief, der drin ist in Du bist ich. Und da kriege ich dann einen Brief vom Finanzamt Gunzenhausen, wo der Holger mittlerweile, wo wir öfters hinfahren. Und dann kommt hier, dass es Schreiben sehr beeindruckend ist. Das ist als Ding an sich, was uns aber in der steuerlichen Angelegenheit nicht weiterbringt. Also irgendwie hat es dann doch irgendwie was hinterlassen bei denen, die ich mir ausdenke. Und dann habe ich ein zweites Schreiben gemacht, das habe ich leider nicht mehr. Das ist irgendwie, das habe ich nicht aufgekommen, das war genauso lang, wo ich gesagt habe, ich bemühe mich bei bestem Wissen und Gewissen bei Eidesstadt alles, was ich weiß, um das aufzuklären, wie das läuft. Bemühe ich mich, Ihnen das zu erklären. Ich kann Ihnen alles sagen, was ich weiß. Mehr kann ich nicht machen. Und ich habe damals schon gesagt, wenn irgendwas nicht stimmen sollte an meiner Buchführung, ich habe nichts damit zu tun, weil das mein Erich macht. Der Prokurator hat, der hat vollstes Vertrauen, sollte der einen Scheiß baut haben, übernehme ich selbstverständlich die volle Verantwortung. Weil dann habe ich dem Falschen mein Vertrauen geschenkt. Da spreche ich mich nicht frei, aber ich glaube es nicht. Und es war auch so, da war nichts. Die haben mir noch gesagt, ganz wenige Geschäfte, die so eine bilderbuchmäßige lückenlose Buchführung führt haben wie der Erich. Wir haben von klein auf, damals hat man ja noch Essensbelege gemacht, du kennst das Spiel mit, ich habe mir ja sehr viel mit Kunden, ich habe ja so viel abschreiben können. Ich habe ja so eine Riesenluft gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, 1992, ihr glaubt, die meisten von euch sind mir schon mal in Weißenburg spazieren gegangen, wo mein Laden war, dieser Hinterhof, dieses Nichts. 1992 habe ich, kann ich jederzeit beweisen, jetzt mittlerweile wird es ein bisschen schwer, aber damals, ich in Weißenburg, dieser Laden da hinten in der Judengasse 21, eine Hinterhofwohnung, die 600 Mark Ladenmiete kostet, mit drei Angestellten, Erich, Herr Schäle, drei Angestellten. Ich habe mehr Einkommensteuer bezahlt wie Amazon, ich weiß nicht mit wie viel Milliarden Umsatz. Ich habe mehr Einkommensteuer 1992 bezahlt wie die Firma Amazon. Aber das ist in den Steuern, das ist so unglaublich. Das sind Sachen, das sage ich Ihnen, schaut nach, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung in der Welt. Wo ich dann immer wieder sage, ist euch das gar nicht einmal, als wenn die jetzt jammern mit Besteuerung. Ist immer wieder mein Musterbeispiel. Es ist kein, ich rechne dir das vor, wenn ich jetzt für die Conny, wenn du es noch nicht gehört hast, pass auf, du denkst jetzt an Laden, du hast einen Laden. Jetzt machst du was, nur Arbeitszeit ohne Wareneinsatz. Es kommt einer zu dir, du reparierst schnell was, der fragt dich, was kriegst du, und du sagst, gib mir einen Hunderter. Dann gibt er die 100 Mark. Und pass auf, bei mir hat es folgendermaßen ausgeschaut, Conny. Wenn der mir 100 Mark gibt, in dem Moment, wo ich ein Kassenbeleg rausschreibe und es in die Buchführung kommt, sind 82 Mark weg. In dem Moment, wo ich den einschiebe, habe ich 100 Mark in der Tasche. Das ist Schwarzgeld. Ich hatte eine Besteuerung. Es waren 82 Mark. Nur in dem Moment, wo ich den in die Kasse eingebe, sind 82 Mark weg. Aber pass auf, so viel Steuern habe ich gezahlt. Aber was du jetzt wissen solltest als normaler Angestellter, von den 82 Mark geht keine einzige Mark an der Krankenversicherung oder an der Altersversorgung. Die muss ich von den 18 Mark extra bezahlen. Von den 18 Mark, die übergeblieben sind, muss ich noch Altersversorgung, mal sozial, meine Krankenversicherung zahlen, privat versichert. Und von vornherein, wenn du so viel Steuern, so einen hohen Steuersatz hast, verdienst du, ist, ich jammer nicht. Dann verdienst du schon ein paar Mark. In Größenordnungen. Aber was ich dann denn gesagt habe, Leute, wenn ich jetzt sehe, wenn man alleinstehend ist, das war so die Ungerechtigkeit schlechthin. Es ist nicht ein Jammern, da ist immer noch genügend da. Aber dass die Leute sich das gar nicht vorstellen können, das kann ich dir, ein Steuerberater, sage ich, sag doch Finanzbeamte, seht ihr doch ganz klipp und klar. Dass da schon 82 Mark weg sind, dass hier das ganze System, das mache ich in dem Finanzamtbrief, wenn schöner ausgedrückt, durch und durch krank ist. Dass wenn ich jetzt in die Welt schaue, wenn ich eins und eins zusammenzähle, jetzt würde ich sagen, ist Hirnwichserei, dass ich sehe jetzt einen Automechaniker, der eine kleine Autowerkstatt mit zwei Angestellten, so einen freien Kfz, die gut machen, und ich weiß, der hat sich ein Häuschen gebaut. Wenn ich jetzt weiß, wie viel Geld du verdienen musst, Umsatz machen musst, und ich rede jetzt mal nur von Arbeitszeit, wie viel Umsatz du machen musst, um ein Haus für 350.000 oder 400.000 Mark, was das damals ein kleines Haus kostet,
ohne Eigenleistung. Die Grundbasis, wie viel Umsatz, das macht er mir nicht weiß, dass er hier 5, 6 Millionen Umsatz in seiner Autowerkstatt macht. Das muss er nämlich machen, dass er das als rein verdientes, versteuertes Geld auf die Seite bringt. Also ist da die große Masse eben der Hunderter, dass er den Hunderter nicht reinschreibt, sondern in seinen Bau reinsteckt. Das habe ich den Finanzbeamten erklärt. Ihr wisst doch selber, dass das System durch und durch krank ist. Dass die Welt, die ihr jetzt im Kleinen habt, im Großen da eigentlich nur als Schwarzgeld existiert. Und jetzt kommt ihr zu mir, weil ich der Einzige bin, der wirklich ehrlich ist und ihr meint, ihr könnt mir ans Bein ficken. Ja, genau. Weil mir Geld am Arsch vorbeigeht. Und ich so, es geht dann so auf. Das ist die Wand. Auf jeden Fall, ich schreibe dann nochmal einen Brief, wo ich dann, den habe ich leider nicht mehr. Und dann kriege ich einen Brief vom Finanzamt. Das war dann eigentlich das Schöne, was so außergewöhnlich ist. Das war ein Schreiben, dass ich diese 250.000 Mark oder was das waren, ich sollte es als Verlust buchen in der Buchführung und dieses Schreiben beihängen, das Finanzamt weiß Bescheid. Und da, die wollten jetzt los, die wollten nichts mehr mit mir zu tun. Da waren sie durch. Die wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Darf ich dich das jetzt unterbrechen? Hier. Dass wir das Abendessen fertig haben und Jan hat Schäufele gebraten und Klöße gebraten, damit es nicht kalt wird. Ja. Und das sind so Lebenserfahrungen, die ja, man macht. Ja, das kenne ich auch, das mit dem Finanzamt. Du. Ich war immer dabei. Mich hatten sie immer dabei. Ja. Und das ist das Schöne, kann ich von dass, mitreden. Dass du wirklich, das ist aber, das geht gar nicht, ist aber ist Hirnwichserei. Das ist jetzt mit Holofeeling, weil das, du hängst in irgendeiner Logik drin, in einem normalen Denken. Und das sind so die Eigenarten, wo du wirklich so viel erklären kannst, aber du brauchst dann Gegenüber, der resoniert und jeder macht es ja. Ich sage gerade zum Abschluss nochmal, das, wenn ich immer wieder erkläre mit dem Lesen in dem Finanzamtbrief, wo ich Fragen stelle. Und wenn du das jetzt normal liest, jeder, der das liest, das klingt im ersten Moment, das ist ein Riesending beim Lesen, wo ich sage, finden Sie das richtig, dass sowieso, oder dass hier der Finanzbeamte, wenn er seinen Job macht, er macht nichts anderes wie ein kleiner Nazi-Mitläufer. Jetzt jeder Polizist, jeder, der mit der Maske rumläuft, er passt sich einfach an. Und da haben wir wieder zwei Seiten. Die einen Masken, das sind Hakenkreuze, das sind die, was, sie haben keine Maske auf, das ist ja unverantwortlich. Die Wahnsinnigen, die ohne Maske rumlaufen, gemeingefällig, die kann weggesperrt. Und die anderen haben die Maske auf, das sind die Dorfwitsterne, die setzen, weil sie es aufsetzen müssen und ihren Mund halten, dass sie nicht ins Gefängnis geschmissen werden. Immer zwei Seiten. Du kannst jetzt nur wieder schauen, ich sage, schau in dich rein. Hast du, wenn du die Maske, wenn ich in einen Laden aufsetze, ich habe einen Dorfwitsterne drauf. Ich sage, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist, dann habe ich mal Ruhe, was soll ich mich rumstreiten? Essen wir. Ja. Ihr könnt jetzt was essen. Ich muss mich jetzt das runterholen, weil ich wieder so in Rage geriet. Ja, kennen wir, Udo. Und das sind Worte, es sind immer wieder, und jetzt hole ich dich zurück, Conny, das sind Worte, ich mache jetzt Conny, ich kann jetzt Namen nennen, es sind Worte und du wirst mit den Worten das, wenn du Geist jetzt das Conny-Programm hast, was du aus den Worten Vorstellungen generieren, die so subjektiv geprägt sind, da kann ein anderer, den wir jetzt uns jetzt denken, ein anderes Programm ist derselbe Geist, der sagt, was redet ihr für einen Scheiß, was ist das für ein Blödsinn, der andere ist nie verschüttet. Es sind dieselben Worte. Und jetzt mach diese Kindergartenbeispiele immer weisen durch. Schließ mal deine Augen, stell dir vor, du bist bei dir in der wir Küche. Wir haben Jan richtig was aufgeheizt. Es ist ein Geist, der das hört. Aber wer glaubst du zu sein? Du wirst bei Schließ mal deinen Augen an den Körper denken, der du zu sein glaubst, wenn du aufmerksam zuhörst, wo war die ganze Zeit jetzt der Peter? Oder die Romy? Das ist das allerletzte Mal, dass ich dich immer mit diesem Mist nerve. Was? Szenario, Multi-Access-Videospiel, ja? Der eine, kommen wir nochmal auf das zurück mit dem Gehirn vorhin. Der eine sucht sich einen Avatar, der daran glaubt, dass da kein Gehirn, in dem Gehirn ein Apfel ist. Der sucht sich einen Avatar, der in ihm dieses Spiel vertritt. Und der andere, Multi-Access... Nein, der glaubt, der verwechselt sich mit diesen. Ja, klar, das, ja, also... Suchen tust du dir nichts. Hä? Suchen tust du dir nichts. Gut, okay, klar, das war unpräzise ausgedrückt. Aber du weißt, was ich meine, ja? Jetzt haben wir einen anderen, der wird von einem anderen gespielt. Nein, eben nicht. Der genau... Das ist schon das große Problem. Was ist denn daran jetzt wieder falsch? Erklär mir das nicht, mal. Das ist nicht gleich, pass auf, das Erste, irgendwie. Ich sag immer, wir machen jetzt nochmal ein normales Videospiel. Pass auf, wir machen ein normales Videospiel. Wir haben ein Konstruktprogramm.
dieses Sorry, Konstrukt, dass ich dich wollte, ich nicht bei Nein, nein, das ist alles okay. Dieses Konstruktprogramm, das habe ich so oft erklärt, dieses Konstruktprogramm, so wie du dir jetzt ein Videospiel ausdenkst und geh immer von einem Singleplayer-Modus aus, weil nur ein träumender Geist erlebt das Spiel. Klar. Der träumende Geist ist ein Computer. Ja. In den Computer haben wir jetzt ein Videospiel als Konstruktprogramm rein. In dem Konstruktprogramm, alles was prinzipiell, hör genau zu, ich bin jetzt ganz präzise, alles was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, an Geräuschen und an Bildern, ist da drin. Ist statisch in diesem Kontinuum dieses Konstruktprogramms. Da sind auch alle KIs mit allen Reaktionen, wie die reagieren, ist alles auf diesem Konstruktprogramm. Das ist das Erste, dass das Spiel beginnen kann in dem Computer, der du bist, das Bewusstsein erlebt ja nur, was es macht mit dem Konstruktprogramm. Mhm. Das Konstruktprogramm als Ding an sich macht aber noch nichts. Mhm. Müssen wir eine dieser KIs, dieser Reaktionskonstruktwert- und Interpretationslogik, müssen wir raus, und ich sage immer, es ist eine Konstrukt, eine Konstruktwert- und Interpretationslogik, ist ein Ich, das ist eine KI. Das Konstruktprogramm beinhaltet sehr, sehr viele verschiedene Konstruktionsprogramme. Du darfst dieses Konstruktprogramm nicht vergleichen mit dem Konstruktionsprogramm einer KI, das aus dem Konstruktprogramm ganz spezielle Bilder macht. Bist du dabei? Und jetzt nehmen wir eine KI, gedachterweise aus dem, nicht aus dem Programm, kannst du ja nichts rausnehmen, wie du die Bilder nicht aus der DVD rausnimmst, sondern wir spiegeln eine raus und die machen wir, die den Joystick betätigt, die auf Bilder reagiert. Das heißt, wir machen jetzt nämlich die Klaus-KI, die setze ich hin und die Klaus-KI reagiert jetzt auf die Bilder mit Reaktionen. Das ist die Reaktionen. Die Bilder sind Reizauslöser und du reagierst auf die Bilder, dass du so und so reagierst und jede Reaktion auf ein Bild immer wieder dran denken. Klar. Das Gefühl von Hunger, ich muss mal Brot machen. Diese Reaktion ist auch ein Reizauslöser, dass die Bilder auf der Verabredung, dass du in die Küche gehst und so weiter. Diese Reaktion, die du machst, ist eine Eingabe, die verändert das Bild, wo du wieder drauf reagierst und jetzt fängt es zum Schwingen an. Jetzt in der Welt der Avatare im Bildschirm, ob jetzt das zweidimensional oder dreidimensional ist, nichts, darum mache ich immer das Autorennen. Wenn wir Autorennen fahren, haben wir ein Konstruktprogramm und jetzt kommt das Kollektivwissen wieder. Hör genau zu, mit der Aspirin. Ich mache jetzt einmal das Einfache, wir machen keine offene Wellen mit Figuren, sondern wir machen ganz einfach, wir haben Automatismen, das sind Autos, Auto, Selbste, Automobile sind Selbstbeweger. Und beim Autorennen sieht es so aus, dass im Singleplayer-Modus du in einem Auto sitzt und um dich herum sind Autos. Und jetzt ist es, in denen Autos sitzt, im Singleplayer-Modus sitzen keine anderen Geister, sondern nur KIs. Aber diese KIs, wie die reagieren, in dem Spiel, ausgedachterweise, sind Spiegelbilder von deiner KI. Das heißt, beim Autorennen habe ich in Almenau mit Fußball schon gemacht, ist ein Grundding, ich will gewinnen, möglichst schnell fahren, ich will möglichst viel überholen, ich will nicht überholt werden, ich will nicht rausfliegen. Und alle anderen sind genauso wie du. Das ist einmal das Erste. Und du wirst jetzt feststellen, dass die Lebendigkeit entsteht durch das, was du Zufall nennst, den es eigentlich absolut hergesehen gar nicht gibt. Dass wenn jetzt hier wir nur KIs machen würden, statische KIs, die gewisse Programme an BS und Fahrfähigkeit, Fahrerstärke kann man einstellen. Wenn die jetzt losfahren, würde das immer gleich sein. Die starten alle gleich, weil die ja Computer gesteuert in der Kurve bremsen. Und dann wird es jedes Mal, wenn ich das einstarte, wird immer dasselbe Spiel laufen, um Lebendigkeit zu illusionieren. Du kannst es machen lassen mit reinen KIs, da muss nicht einmal der Spieler drin sein. Wird ein Zufallsgenerator eingebaut, dass zum Beispiel beim Start jedes Auto mit einem Zufallsgenerator in dem Idealpunkt die Ampel springt auf Rot und er fährt los. Wird mit einem Zufallsgenerator minimal variiert, wie er die Kupplung loslässt, wie schnell er auf das, nachdem die Ampel auf Grün springt, plus minus, wie viel Reaktionszeit er hat, dass er die Kupplung loslässt, wie er die Kupplung loslässt, ob der Reifen durchdreht, ob er den idealen Grip erwischt. Das wird mit Zufallsgenerator minimal, so programmiert man das, wird es variiert. Dadurch kann ich jetzt nur KIs Autorennen laufen lassen und jeder Start wird minimal anders sein. Und der besser wegkommt, dann mal der besser weg. Und in jeder Kurve, auch die Bremspunkte in den Kurven, werden auch mit Zufallsgeneratoren, wie beim echten Fahrer. Du erwischst ja nicht immer jedes Mal den Bremspunkt. Dadurch wird das Spiel lebendig. Würde ich diese Modulation der Idealpunkte nicht zusätzlich machen, wird immer dasselbe Spiel ablaufen. Ist schon klar. Okay, aber ich komme immer noch zu deinem Problem. Da ist nur einer. Und jetzt kommt das Fall, dass du natürlich sagst, bei Autorennen, das hat ja der Michael gemacht, denken wir uns jetzt aus,
dass er ja intensiver Zeit lang einmal Autorennen im Internet mitgefahren ist. Gibt es ein ganz, ganz großes E-Race, nennt sich das. Das musst du monatlich bezahlen, das Programm. Das ist mit das Beste. Kostet aber 30 oder 40 Euro im Monat. Wo die weltweit Rennen fahren, hat es in deiner Welt noch nie gegeben. E-Spots. Die Sache, es gibt ja in den Welten, pass auf, mein Musterbeispiel. Habe ich ein paar Mal erzählt, ich wiederhole es nochmal. In den einfachen Sachen. Du hast eine Welt, die dich interessiert und alles andere existiert nicht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Musterbeispiel mit Videospiel in deinem Alter, normalerweise interessiert dann das nicht. Wenn jetzt kein Udo nicht wäre, gehe ich mal davon aus, wird es das in einer Welt. Du wärst so wie bei mir mit Dampfer. Wie ich Dampfer das erste Mal gehört habe, ich wusste, dass es sowas gibt, hat mich nicht interessiert. Bis du dann anfängst im Internet und dann schaukelst du dich hoch durch Interesse. Wenn du aber da nicht resonierst, bleibt es einfach so eine Randerscheinung. Und jetzt die Größenordnung, das sind jetzt offizielle Zahlen, wenn du Kinofilme nennst, jetzt in der Nachkriegszeit nach wie vor der erfolgreichste Kino, in Deutschland produzierte Kinofilm bei deutschen Kinozuschauern innerhalb des ersten, Jahres oder was, war bis jetzt immer noch hier der Schuh des Manibu von Buddy Herbig. Ja. Der hatte am meisten Zuschauer überhaupt von deutschen Kinofilmen mit, im Zeitraum, ich weiß nur die Zahl, 11,2 Millionen Zuschauer in Deutschland beim deutschlandproduzierten Film innerhalb des ersten Jahres oder was. Klingt sehr spektakulär. Jetzt pass auf, GTA 5 ist ein Videospiel. Nachdem das Kassen hat, es wird am 5. Oktober veröffentlicht in Deutschland, Jahreszahl weiß ich nicht mehr, ist innerhalb von 14 Tagen 8,2 Millionen Vorbestellungen für dieses Videospiel da gewesen. Dass du merkst, dass es hier um Größenordnungen geht, um Gelder geht, was für dich gar nicht existiert, weil du das nicht denkst. Es sind eine von vielen Möglichkeiten. Auf jeden Fall hier unser Michael, der war da mit Lenkrad, der hat sich ja einen eigenen Rechner dann kurz, der Neo hat ein Holofeeling, da hat es ihn nochmal interessiert. Ein Rechner mit Lenkrad, mit ganz, ganz wertig hier, mit einem riesen Rechner sich extra aufbaut, weil der so Rennen mitgefahren ist im Internet. Der Karate-Michael. Mein Michael. Ja, genau. Der war ganz am Anfang, war der ganz ein absoluter High-End-Rennfahrer mit einem ganz teuren, der hat sich einen riesen Computer aufgebaut mit Wasserkühlung, weil der da mitspielen wollte. Und dann ist es, jetzt kommt die Eigenart, du kannst, wenn du das Programm hast, Singleplayer fahren. Das heißt, du fährst und alles andere sind KIs. Und das macht keinen Spaß nicht am Anfang, wenn du es nicht kannst. Da schraubt man an der Schraube. Du kannst nämlich die Gegner-KI kannst du runterfahren, dass die schwächer sind, dass zumindest ein bisschen ein Land siehst, weil in der Originaleinstellung hast du überhaupt kein Land. Es ist wie Spitzensport. Und pass auf, das geht so weit, wenn der Holger, wenn man jetzt in Holger habe ich das geschickt, dass mittlerweile alle Spitzenrennfahrer, selbst im Bosche-Werk, bei den großen Autos, das ist wie bei der Lufthansa. Alle Lufthansa-Piloten sind bei der Lufthansa, gibt es einen Flugsimulator. Ja. Kostet so und so viele Millionen auf Stützen, die sitzen in einem Original-Cockpit, okay, und trainieren. Und was du aber nicht weißt, dass die eigentliche Software ist einfach nur der neue der Microsoft-Flugsimulator. Echt? Ja. Das ist original. Bei mir, das Rennspiel, das ich benutzt habe, das war ein ganz einfaches Rennspiel, da war die Telemetrie. Ist eine Schweizer Firma, die bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft bei Spitzenführung der GTA-Serie, die Autos, was viele nicht wissen, die haben ja da werden ja alle Daten vom Auto sehr hochcomputerisiert, werden ja ständig übertragen. Ja. Du kannst alles einstellen, da wird jedes Auto ausgereizt physikalisch und da ist eine Telemetrie drin. Und das ist eine Schweizer Firma, war da führend für diese Software, das Videospiel. Die Autos im Videospiel sind mit der Originaltelemetrie, mit dieser in dem Videospiel wie in den Originalrennen, die natürlich jetzt wieder nur ausgedacht sind, weil da aus nichts ist. Das geht so weit, dass du alle Motordaten, alles ständig, es geht sogar so weit, dass die hier bei den Reifen, an allen vier Reifen die Temperatur messen, aber nicht nur die Reifentemperatur, sondern jeden Reifen wird die Temperatur innen, außen und in der Mitte messen. Das wird alles übertragen. Wenn du nämlich viele Rechtskurven hast, werden die außen wärmer und dann halten die. Die kriegen alle Daten ständig, sogar an drei Stellen an jedem Reifen. Innen, außen und in der Mitte, die Temperatur wird in der Telemetrie übertragen. Das ist eh schon kalt, das passt, das stört mich nicht. Aber jetzt, ich bin immer nur bei deiner Frage, dass das... Bei Michael zum Beispiel, du sitzt in einem Rennstuhl, du hast ein original Lenkrad, du hast Gaspedale, du hast drei Monitore, wenn du es gut willst, Mittelmonitor rechts und links,
Das ist das Ganze, die Seitenfenster. Du sitzt in dem Auto. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Heute habe ich das geschickt. Das Spitzenrennfahrer, alle, bevor die ins Auto gehen, fahren die Rennstrecken hunderte Male ab in den Simulator. Und der eine, ich weiß nicht mehr, wie er hast, habe ich ihn geschickt. Da gibt es dann Zubehör, wenn du dich jetzt reinsteigerst, wie bei Dampfer, dass zum Beispiel nur die Achse vom Lenkrad, wo die Erschütterungen und die Widerstände in den Kurven nochmal, die kosten bis zu 3000 Mark. Das wird alles symbolisiert, wenn du in die Kurven bist. Zerrt er das Lenkrad, das gibt bei den billigen Lenkrädern, ist da auch schon ein bisschen Vibration mit drin und der Widerstand mit drin. Das ist im Programm, wird das alles simuliert. Die Programme, wenn die Rennstrecken, wenn mit dem Laser sogar die Bodenwellen, jede Bodenwelle, wenn mit dem Laser ausgemessen ist, alles auf den Programmen drauf, auf einen Zentimeter die Zeiten. Und jetzt pass auf, die im Internet jetzt ausgedacht, aber das ist jetzt, wir bleiben mal normal gedacht, Dieter. Dass die Rennfahrer hier, es gibt verschiedene Videospiele, die die Grunddaten haben. Dass der Rennfahrer, wenn die Strecken testen, die Spiele testen, dass Profi-Rennfahrer, die diese, meinetwegen im Nürburgring oder in Hockenheimring schon zig hunderte Male gefahren sind, die musst du eh schlafanlerisch jede Kurve wissen, sonst kannst du in der Spitze gar nicht mitfahren, dass die jetzt im Originalauto mitfilmen, die Kurven kennen, wie du raustragen wirst, wenn du da 100 Mal rumgefahren bist, fahren dieselbe Strecken auf dem Computer ab und schauen im Vergleich, wie das mit dem Original ist. Und das ist, die trainieren mittlerweile alle am Anfang, hast du am Computer hunderte Mal. Dass die genau sagen, jetzt, oh, da ist er dann raus, wenn du sitzt. Die Bilder kannst du fast nicht mehr unterscheiden. Ich kann dir Filme zeigen beim Microsoft Flugsimulator und ich rede jetzt noch vom alten, der neue, wenn du hörst, das ist der Wahnsinn jetzt. Das ist ja der 2020 rausgekommen. Das ist das komplexeste Programm, es ist die ganze Welt, die ganzen Städte, fast fotorealistisch kannst du in der ganzen Welt alle Flughafen bis China anfliegen, über New York, über München drüber fliegen, die sind 3D. Die Häuser, wenn du drüber fliegst in dem Flugsimulator, der hat zurzeit die größte Datenmenge, die es gibt, die Flugphysik. Die Fliegervereinigung hat Folgendes gemacht, die haben aus dem Cockpit heraus Flughäfen angeflogen, haben das aus dem Cockpit gefilmt und haben dann original das im Flugsimulator laufen lassen und die sagen vom Flugverhalten, es ist kein Unterschied zu den Original- und die Autorennfahrer. Du hast die Videos angeschaut, die Rennstrecken, die Profifahrer im Simulator fahren, da ist jeder Bremspunkt, jedes Ding, was du fährst, wie du rausgetragen wirst, ist original, wenn du im Auto drin sitzt, du hast bloß keine Fliehkräfte mehr. Du hast nur keine Fliehkräfte, sonst ist alles an Bildern und Reaktionen gleich. Wir sehen immer mehr, die Welt ist eine Matrix. Seine Frage. Jetzt kommt die Falle, dass du prinzipiell in diesem Spiel beim Autorennen, was jetzt der Michael gemacht hat, 30 Autos auf der Strecke, eins fahre ich, das wäre der Singleplayer-Modus. Und jetzt gehe ich ins Internet und knüpfe mich noch mit ein paar zusammen, so funktioniert es. Dann habe ich immer noch 30 Fahrer auf der Strecke. Einfach Autos, ich sehe ja nur meins. Aber der Reiz besteht darin, dass ich jetzt mein 4 oder 5, die sich zusammentun, von den 30 Autos sind 4 oder 5 andere, wo ich weiß, da sind auch noch Menschen. Es ist ein Unterschied, ob du gegen eine Maschine fährst oder gegen einen Menschen. Aber Menschen sind doch nur KIs. Es sind doch eh bloß KIs. Es gibt bloß dich. Also du machst eine KI raus, und die erlebt dann das Bild, das jetzt der Computer erlebt, der Geist erlebt, der mit diesem Programm läuft. Auf die Reaktion mit dieser KI, das ist der Einzige, der es erlebt. Die anderen KIs, die rumlaufen, sind nur mehr oder weniger komplexe KIs. Genau. Bei GDA ist es schön, wo ich sage, da gibt es ja Tausende in der Großstadt, wo du anrimmeln kannst, die reagieren. Dann heißt es dann beim nächsten Spiel wesentlich bessere bei der Polizei, wenn du einen Polizisten hast, der hat eine wesentlich komplexere KI im Reaktionssystem. Mhm. Und jetzt ist die Frage mit anderen KIs, was du gesagt hast, ist ja vom Tisch. Nee, das habe ich nicht gefragt. Ich habe gesagt, Multi-Access. Und in einem Auto sozusagen, das wird von dem, ich nehme es mal jetzt in meiner Primitivsprache, dann kannst du mir erklären, dass es wieder falsch ist, aber du weißt, was ich meine. Ja? Also das wird von einem Geistesfunken, wird einer, nämlich einen Fahrer raus, und ein anderer Geistesfunken parallel, das geht nicht. Geistesfunken, es gibt immer nur einen Geist. Dann frage ich mich, wenn du zu einem Geist, wenn du zu einem Geistesfunken wirst, erlebst du jetzt dein Programm, dein klar, Buch. Das ist klar. Und alle anderen, die du dir denkst, in Form von Erscheinungen, ja, sind von dir generierte Charaktere. Ja. Dass wenn du jetzt mit deinem Programm das
Klaus-Buch lesen wirst, bist du der Klaus. Und wenn du mit dem Klaus-Programm an den Udo denkst, dann ist der Udo so, wie du dir das denkst. Ja. Ja. Und andere Geistesfunken, die den Udo sich anderen ausdenken, sind schon Produkte von deinem Programm. Ja, und die haben natürlich auch einen sozusagen eigenen Film. Und diese Filme überlappen sich dann. Nein, die Film hat nur der vom Bücherregal. Das ist jetzt das Problem. Ja. Nur der vom Bücherregal steht erlebt, eigentlich erlebt nur J.C.H. den Traum. Nur Gott, nur der eine. Also ich fange mal, Geniale, fang mal was du gesagt. Deshalb an, weil du und sagst... Und die Individualität entsteht, indem du dich in ein Programm reinzupfst. Die Gleichzeitigkeit der Programme, der vielen Welten, sind nur Möglichkeiten. Dass ich sage, das ist Chatdenken. Ein Chatting ist, dass du einen riesen Komplex denkst, ohne Bilder aufzubauen. Kannst du lesen? Ja. Kennst du den Film? Ja. Da ist nichts. Da ist nur das Ja in Bezug weil auf dieses Weil du sagst, es gibt nur VIP-KIs, da ist gar nichts dahinter. Und es gibt welche, da kann man dahinter was vermuten. Und dadurch komme ich immer wieder zu dem Thema, dass ich aber denke... Aber ist das schon wieder Definition? Hast du aber gesagt, glaube ich, oder? Richtig. Ja gut, das benutzt du Definition, da kann ich ja nichts zu, ich höre dir zu. Aber du wiederholst den Traum, geh mal rund, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Okay. Und ich habe immer wieder gesagt, sobald wir jetzt uns andere ausdenken, sind die schon Gedanken. Und ach, Gedanken werden so sein, wie du sie dir ausdenkst. Ja. So, und jetzt wiederhol nochmal, dass da andere sind, die erleben dann was anderes, sind Gedanken. Ja, dann ist also sozusagen... Alles, was in meinem Bewusstsein auftritt, ist nur von dem ich bin gesteuert. In unserem Bewusstsein. In unserem Bewusstsein. Es gibt nur eins. Unser. Ja. Aber dann gibt es. Ja. Mach ruhig weiter. Das ist. Du wirst merken, also wenn es einmal wenn ich nach oben gehe, ist die Frage vollkommen blöd und sinnlos, weil das immer mehr immer mehr zu dem einen kommt, der letztendlich der Einzige ist, der das Ganze wahrnimmt. Es nimmt nur einer wahr und das ist Gott. Genau. Und alles, was darunter ist, ist dann letztendlich irgendeine Art von Mechanik. Dann kommst du in einen Mechanismus rein und es sind Perspektiven vom Heiligen Ganzen. Ja. Und das Heilige Ganze ist dieses absolute Nichts, das alles ist. Aber nun hopsen doch in einem Film, sag ich mal, also in meinem jetzt aktuell, nicht Klaus, also doch, den ich jetzt mit Klaus identifiziere, ja, hopsen doch dann nur gleichwertige KIs rum, einschließlich meiner selbst. Es sind nur Bilder und Gedanken, die sich Gedanken werden. Okay. Es sind, du bist immer der, der mich jetzt sprechen hört, ist immer. Mhm. Ohne Anfang und Ende. Mhm. Und du siehst ständig wechselnde Bilder in einem riesen Geflacker. Mhm. Und jedes dieser Bilder ist jetzt. Mhm. Wenn es existiert. Und alle Bilder, die jetzt auftauchen, sind im Arbeitsspeicher in den Computer, wenn ich sage, der Computer ist immer egal, was für Programme einschalten, sind gleichzeitig. Das ist mein Bücherregal. Mhm. In dem Moment, wo ich mir ein Bücherregal denke, das ist ein Chat, ein Riesenchat. Und warum sagst du manchmal dann, dass man letztendlich dieses Kriterium der Neugier überprüfen soll? Denn es könnte sein, dass dahinter noch Geist ist. Natürlich ist immer dahinter Geist, aber immer derselbe. Ne? In diesem Fall ist es mein Ich Bin. Das ist definitiv ist das eine Facette von dir selber. Das heißt, ich erkläre es jetzt an mir, das sind Selbstgespräche. Okay. Das heißt, das, was ich jetzt sagen will, ist, bist du schon ich? Ein Satz, zuhören, ich wiederhole. Ich erkläre es nur den, der mich jetzt sprechen hört. Also ich höre jetzt den Udo sprechen. Ja. Bist du auch. Schon ich? Ja. Ich muss das Ich jetzt nicht mit einem blauen Ich verbinden. Ja. Schon klar. Ja. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt glaubt, ich bin der Klaus oder ich bin der Holger oder bin die sowas. Margot. Ich rede ja von dem Ich, der mich jetzt sprechen hört. Klar. Und als Udo sage ich, mich gibt es jetzt, den Udo gibt es nur, weil du mich ausdenkst und alles, was du Udo spricht, wird so sein, wie du dir das ausdenkst. Aber das, was du Udo dir sagt, ist auf deinem Programm drauf, ist auf dem Margot-Programm drauf oder auf dem Das-Programm drauf. Das du aber noch gar nicht weißt, was es ist. Und in der Ebene, wenn wir sind, löst sich deine Frage auf. Für dich ja, für mich eigentlich nicht so richtig. Ich habe es noch nicht kapiert. Weil andere, das ist jetzt die Hauptschwierigkeit, dass du immer noch meinst, es könnte irgendein von dir ausgedachter irgendwas verstehen. Ein Gedanke wird nie was verstehen. Wenn du jetzt schon sagst, aber du sagst doch immer, ich muss überprüfen, ob hinter der Maske ein Geistesfunken ist. Es ist hinter allen Masken ein Geistesfunke. Selbst hinter der Wasserflasche ist ein Geistesfunke, nämlich du selber, weil du dir die ausdenkst. Das ist es ja. Ich sage ja, das ist dann Single-Mode im Grunde. Nochmal, meinst du, wenn du mich jetzt sprechen hörst, dass ich mir für irgendeinen Idioten, den du dir ausdenkst, den Arsch so aufreiß? Ja, ich glaube nicht. Ne? Ich bin doch du. Ich mache das ist Ego pur, was ich jetzt demonstriere. Ja, okay.
Das ist, wenn ich sage, wenn mir in jetzt, ich kann immer nur raumzeitliche Beispiele, wenn wir jetzt in Hinterduxbaum Helmut oder was sind, diese Gemeinsamkeit, wo ich zitiere jetzt wieder einen Helmut, das sind alles nur Worte, was du hörst, wo der sagt, wie wir dort waren, sagt der Udo, das ist selbst bei meinem Vater, die da kritisch waren. Wir haben so viel, wenn die zusammensitzen, wenn wir Skifest, wenn die Skifahrer da sind, die saufen dann, dann wird gelacht, dann ist lustig. Das ist ihm selbst, das ist ja komplett anders Lachen. Ihr habt so viel gelacht, wir hatten noch nie so ein Lachen in dem Hotel. Sagt der Helmer, wir haben noch nie so ein Lachen gehabt. Das ist ein komplett anderes Lachen, wie wenn die saufen nach dem Skifahren oder was. Und ich sage, wenn du zuhörst, weil den Humor, der hier aufbaut, wenn wir lachen, geistreich ist. Und selbst einer, der kann, der ist intuitiv, denke ich mir jetzt aus, du merkst es irgendwie. Aber es ist doch trotzdem nur ein einziger, der es erlebt in unendlich vielen Perspektiven und Facetten. Das ist immer noch, du meinst immer noch irgend, dass es mehrere Geister gibt. Was ich Geistesfunken nenne, sind Facetten, nein, die du dir auseinanderdenkst, mein Katzen, mein Sternwerfer. Diese Funken, die sind Facetten, die sich lösen, ausgedacht werden aus den einem Licht. Das sind die Sterne. Es gibt nur ein Licht, aber das Licht, das im Diaprojektor, das kann nicht existieren. Ich kann mir jetzt einen Diaprojektor ausdenken, wo eine Lampe drin ist, aber das ist ein ausgedachtes Licht schon wieder. Das wäre jetzt schon wieder auf der Leinwand. Und es ist kein Licht. Ja, das Problem, was ich habe, also machen wir eine andere Metapher. Wir sitzen im Kino, ja, da läuft ein Film ab, da sind alle Personen, die zugucken, sind da irgendwie integriert in der Handlung, in diesem Kinofilm. Ja. Jetzt ein Beispiel von mir. Ja, natürlich. Pass auf, ich sag nochmal, wir sitzen jetzt hier auf einer Bühne. Und das ist eine Theaterbühne. Ja. Ausgedacht, Cyberspace, Virtual Event. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Und jeder von uns, der hier auf der Bühne jetzt dargestellt wird, haben einen Zuschauerraum und da machen wir jetzt gleichzeitig den Zuschauerraum. Wir alle sitzen im Zuschauerraum wie in einem Kino. Und wir sehen alle dasselbe aus einer höheren Perspektive. Wenn wir auf der Bühne sind, haben wir ja nur diesen Blickwinkel. Und es wird jetzt verallgemeiner, dass ich sage, du sitzt und jetzt rein die Situationen, die passieren. Wirst du, wenn ich sage, im Kino, du kannst den Film anschauen, der hat keine Qualität. Das sind Bilder. Er hat keine, es gibt keinen Film, ein Film kann nicht gut oder schlecht sein, er ist einfach nur. Das ist das, was da ist. Und jeder Zuschauer wird jetzt die Bilder unterschiedlich interpretieren. Der eine sagt, was ist das für Scheißfilm, der macht das richtig, der wird mitleiden, wird sonst so ein Arschloch. Und interessant ist jetzt, dass du in die Köpfe reinschaust, dieser Filtersysteme, dieser Wertesysteme, du musst nochmal über einen Zuschauer hinausgehen. Du musst dich zuerst lösen von der Identifikation, dass du weißt, das ist ja nur eine Vorstellung von mir. Wie definiere ich jetzt die Bilder zwanghaft mit meinem Wertesystem? Mein Wertesystem, wo ich Qualitäten definiere, schön, hässlich, gut, richtig, verkehrt. Aber in einem Kino wird derselbe Film, wenn ich in die Köpfe reinschaue, dieselben Bilder, dieselben Geräusche, komplett unterschiedlich. Das wird jetzt das, jetzt beginnt dir hingucken. Du schaust jetzt in diese Wertesysteme rein. Und der das macht, ist nochmal eins drüber. Und der darf aber nicht mehr werten, sondern der schaut wertfrei, wie dieser Charakter auf das Bild reagiert, wie dieser Charakter auf das Bild. Das ist jetzt nur der eine Geist. Solange da noch ein Wertesystem ist, ist was Ausgedachtes. Der Geistesfunken hinter der Maske, wo ich sage, ob da ein Geistesfunken dahinter ist. Hinter allen Geistesfunken ist ein Geist, das bist du. Es ist der träumende Geist, der sich die ausdenkt. Da gibt es keine anderen. Das heißt jetzt mit der KI, die Metapher, die du missverstanden hast, dass ich sage, wenn ich jetzt hier als Brösel unter Brösel bin, ob es einen Sinn macht, mir selbst das zu erklären, muss ich zuerst einmal schauen, ob Neugier da ist, weil sonst kann ich es der Senfflasche erklären. Wenn du nur immer Ja-Aber hörst, Ja-Aber, das ist so mühselig, dann hast du noch nicht begriffen, dass du einen Gedanken versuchst, was zu erklären, dass es ein Gedanke von dir ist. Ja. Sobald ich jetzt aber eine andere Figur habe, die neugierig ist, erkläre ich das ja nicht der Maske. Das ist das, wo ich sage, da merke ich, das ist eine KI, die will gar nichts Neues wissen. Klar. Weil ein Programm nichts Neues wissen will. Die Maske, symbolisch jetzt das Filtersystem, wenn ich jetzt merke, oha, da ist eine Reaktion, obwohl dir das total unlogisch erscheint, ist eine Neugier da. Dann ist das eine Facette mit einem Filter, mit einer Maske von mir, die ich durchschauen muss. Das ist das Letzte, wo ich gesagt habe, es sind immer Selbstgespräche.
alles, was ich erkläre, erkläre ich den, der mich jetzt ausdenkt. Der denkt aber auch sich selber aus. Und du wirst jetzt feststellen, wenn du glaubst, du bist der Klaus, wirst du meine Worte ganz anders auffassen, verstehen, wie wenn du jetzt meinetwegen der Sigmund bist oder der Jan bist oder der Holger bist. Das macht so eine Individualität. Aber es bleibt trotzdem der eine Geist. Darum sind das Selbstgespräche. Das ist das, was ich jetzt, was du immer noch außer kommst, ist da nochmal der Geist oder nicht? Danach frage ich ja gar nicht, sondern ich will immer zu einem anderen Thema hin, weil ich kann damit nichts anfangen. Du suchst dahinter, hinter jeder KI, da, was da unten rumhoppst, kann ja nur eine KI sein, weil es von einem Programm bedient wird oder aufgeworfen wird. Und wenn ich jetzt die Neugier suche, wie mache ich das denn? Und dann ist die Frage... Wie suchen, Neugier suchen? Ja. Definiert das nochmal genauer. Wenn ich hinter einer Reaktion einer KI auf bestimmte Ereignisse, die in meinem Film, die ich mir ausdenke, die also das Programm aufwirft und ich vielleicht durch meinen Avatar irgendwo erzeuge, wenn da Worte spreche, vermeintlich, und dann gibt es eine Reaktion von einem anderen Avatar in diesem Film. Und wenn diese Reaktion, sagen wir mal so, ist, dass ich denke, oh, der interessiert sich. Ich rede zum Beispiel über Holofeeling, was ich normalerweise das nicht mache. Und... Guter Entschluss. Ja, danke. Und habe ich ja von dir, aber es ist so, es ist Blödsinn. Also so. Und dann gibt es eine gewisse Reaktion, ja. Und ich denke, oh, interessiert sich vielleicht doch, na, vielleicht ein bisschen mehr oder mal vorsichtig oder irgendein bisschen, ja. Dann würde ich sagen, ja, der interessiert sich dafür. Wenn aber letztendlich. Für was? Das für uns. Der interessiert sich für uns. Für uns, gut, ja. Also interessiert er sich, wie soll ich das ausdrücken? Denn das bleibt doch sowieso immer in uns, ne? Ja. Wo soll es denn sonst hin? Ja, klar, aber dann brauche ich doch das Ganze gar nicht zu machen. Warum eigentlich? Um was zu erleben. Dann kommst du in das Asiatische wegen der Stille. Nein, kannst du eben nicht. Das ist die Stille in die Stille. Das kennst du jetzt das, was der Jan gesagt hat. Das ist der geniale Schöpfung sagt. Das ist immer das Gegenteil. Du lässt immer das Gegenteil weg. Du lässt das Gegenteil weg. Das ist die Neugier schon alleine. Die Frage ist, jeder normale Mensch, denke ich mir jetzt aus, ist neugierig. Das ist ein Satz, der sehr wichtig ist. Jeder normale Mensch ist neugierig. Aber interessant, er ist bloß neugierig auf Sachen, die er nicht kennt. Sonst wäre es ja nicht neu. Aber komischerweise, es muss mit seiner Logik zu fassen sein. Er will was Neues, was er noch nie gesehen hat. Aber es darf nicht im Widerspruch zu seinem Konstruktprogramm, zu seiner Logik stehen. Dadurch verlässt er seine Logik nicht. Das ist es, wo ich sage, wenn du spazieren in Urlaub gehst, du siehst Variationen von Variationen, aber es baut immer auf deiner Logik auf. Wenn was wirklich neu ist, muss es dir Angst machen, unlogisch sein, oder du kannst es gar nicht wahrnehmen, sonst ist es nicht vollkommen neu. Das ist, wo ich sage, wenn du Basic Betriebssystem hast, wird alles, was Windows-Dateien sind, werden für dich gar nicht lesbar sein. Entweder kriegst du die gar nicht mit oder die kommen dir extrem böse, gefährlich oder falsch vor. Kann ich in dieser Matrix überhaupt andere Bilder aufwerfen? Geht doch zurzeit gar nicht. Momentan läuft das Buch. Kann ich, wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Mittelalter-Roman lese, ja, können dann Raumschiffe auftauchen? Geht nicht. Nee. Wahrscheinlich nicht. Weiß da brauche ich ein anderes Buch. Ja, eben. Ja. Genau. Wenn ich Warp-Antrieb und Beamen und so erleben will, habe ich mit Sicherheit nicht, wenn ich im Mittelalter bin. Das ist jetzt, könnte ich auf den Film Westworld, glaube ich, heißt der, hinweisen, wo du praktisch ähnlich wie bei Total Recall in der Darstellung von Traumwelten in Total Recall, kannst du bei Westworld, ist ja der große Vergnügungspark, wo du Mittelalterrolle spielen kannst oder Science-Fiction-Rolle und so weiter und so fort. Ich kann mir einen anderen Traum laden lassen, das ist nur an das Buch. Darum ist auch, du kannst nur jetzt ein Mittelalterleben leben oder jetzt ein Science-Fiction-Leben leben, das hängt von deinem Programm ab. Also vielleicht nochmal ganz generell, weil es dann immer, sagen wir so, im Nebulösen verschwindet. Was frage ich hier überhaupt? Die simpelste Art, wie ich es ausdrücken kann, ist die folgende. Wir spielen ein Videospiel und das ist Multiple Access. Und der eine Spieler, um auf das Beispiel zu kommen mit dem Gehirn, der eine Spieler benutzt also jetzt einen Avatar, der Spieler aber glaubt, dass im Kopf ein Apfel ist. Und der Spieler, der den anderen Multiple Access, anderen Avatar benutzt, der glaubt das Gegenteil. Da ist irgendwas anderes drin, eine Banane oder Flasche Whisky oder das ganze was, egal was, oder nichts, oder ein Gehirn. Ne? Und dann interessiert mich eigentlich, ob das ein Unterschied ist zu einem Single Access Spiel, wo der spielt, möglicherweise jetzt das eine oder das andere glaubt. Gibt es dann auf dieser Erscheinungsebene von Gedanken, sehe ich es mal so, gibt es einen Unterschied oder nicht? Die Frage kannst du dir beantworten,
die Antwort, die du jetzt haben willst, die kannst du dir selber geben, dass du einfach jetzt nochmal schaust, was das Klaus-Programm, das Programm, das du jetzt benutzt, für eine Meinung hat. Gefährlich ist es, dass du jetzt nach einer Kategorie... Weiß, du fragst Kategorie, jetzt, das habe ich ja Kategorie 1, gestern schon gesagt. Ich Kategorie 1 Frage... Diese scheiß ist, Kategorie 1 oder 2 Frage. Ist es vom Tisch. Du musst jetzt einfach schauen, was glaubst du? Und dumm ist es schlichtweg, wenn du jetzt sagst, ich weiß es doch nicht. Dann lässt du eine Blackbox, das ist wie wenn ich eine Kiste denke, ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ja, ich glaube mal. Ich sag, solange du dir nichts weißt, ist gar nichts drin. Und das Fragezeichen, das du jetzt reinstellst, dann ist ein Fragezeichen drin, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist. Aber das nee, das habe ich nicht. Ich glaube mal das und mal das, je nachdem, wie ich mich damit beschäftige. Dann ist es Schrödingers Katze. Aber ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Es, ja. Das Problem ist eine Frage, dreidimensionales Denken der Perspektive. Mhm. Ja. Höchste Geschwindigkeit, Stillstand. Von der Seite ist die höchste Geschwindigkeit hier und hier ist Stillstand. Du hast zwei verschiedene Stillstände. Den Stillstand, höchste Geschwindigkeit, Stillstand. Aber die zwei Stillstände sind zwei und der andere, das ist ja nur das hier, was du siehst. Wenn ich es jetzt wieder so mache. Ne? Da haben wir die höchste Geschwindigkeit, Stillstand, Wechsel, höchste Geschwindigkeit, Stillstand, Wechsel. Interessant, schaue ich es von der Seite an. Sieht es so aus? Geht was an? War das jetzt ich? Und jetzt ist der Witz ist da, wo die höchste Geschwindigkeit ist, ist auch Stillstand. Und Stillstand, aber der Stillstand oben ist 1, 2, 1, 2. Und der untere Stillstand ist 1. Das ist These, Antithese, Synthese. Und die Geschwindigkeit ist jetzt zwischen deinen Punkten, das ist wieder die Lichtgeschwindigkeit, wo du dir das denkst. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist, wenn man es verstanden hat. Aber es bleibt immer Hirnwichserei. Wir machen jetzt ein Geschwingel, wo wir Einzelbilder haben, wo wir dann trotzdem wieder an zeitlichen, ich sag mal wieder an Ordner, dieses Prinzip der Küche, des Bücherregals, dass sobald du dich reinfokussierst in die Seite, die du ja komplett anschauen kannst, war Fledermaus übrigens gerade, die du dir anschauen kannst, ganz schlimm, Corona-Träger. Wollt ihr euch keine Angst machen, bist du? Das ist, dass das Geschwingel eigentlich immer ein Chat, du baust ein schwingendes Chat wie ein Gnäuel auf, wo du Einzelpunkte, aber wo immer im Hintergrund ja alles ist, wie in der Seite, wenn du die lesen tust. Dann bleibst du vielleicht in deinem Satz, liest du nochmal, weil du es nicht gleich verstanden hast. Und wenn du dich jetzt aufzoomst, hast du schon das erste Chat, die Seite, hast du aber keine Detailinformationen mehr. Aber die Seite wiederum ist dann ein Buch. Seite mit Buch, die Chats werden immer größer. Und das ist der Friede eigentlich. Der Friede ist die Mitte, aus der alles entspringt, ist der eine Geist vom Bücherregal, der aber nichts erlebt, wenn er nicht in ein Buch reinschaut. Die Bilder sind immer nur, wenn ich so mache, sage ich, die Bilder, die du im Jetzt in einem Wechsel siehst, die Geräusche, diese Bilder sind auf der Zeile ist gleichzeitig, aber als Kontinuum, als Kollektion. Und das ist das Sein, das Nichts und das Alles, das du selbst bist. Und das ist, du wirst irgendwann einmal merken, irgendwann, wenn du komplett loslässt, läuft das Spiel dann noch weiter, wo du weißt, jetzt, das ist eigentlich schon durch. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Was passiert, der Wechsel, ist, dass du vollkommen als Beobachter, vollkommen gleichbildlich anschaust, was du magst, ohne dich einzumischen. Und dann, jetzt wirst du der lernt. Und dann wirst du Aktionen, Dummheiten wiederholen und irgendwann magst du das nicht mehr. Dich aufregen oder Menschen retten wollen, Menschen überzeugen wollen. Das sage ich immer wieder, das lässt du irgendwann nochmal, die Menschen gehen mir, ich sage, die gehen mir am Arsch vorbei. Ich erkläre es denen, der mich ausdenkt, das ist ein komplett anderer Ansatz. Und darum habe ich auch nicht das Bedürfnis, wenn ich jetzt wieder normal rede, seit Almena, irgendwie Menschen um mich zu schauen, ist mir sowas, die sind da und wenn sie da sind, ist gut für sie, aber das bin ich. Das mag ich jetzt, was ich Geisteswunden nenne. Das ist das, was ich versuche darzustellen. Dann ist hinter der Maske ihr Geist. Aber das ändert nichts, dass das Leben, die Charaktere, trotzdem den Charakter, den du zurzeit erlebst, ist ganz speziell da, dass du was lernst. Und in jedem Leben lernst du was anderes. Was ist schon wieder? Ja, das ist nur wirklich immer wieder dieses mit anderen. Es gibt keine anderen. Ander, A-N-D. Und dann doch wieder. Es gibt keine andere, ist eine Kategorie 2 Antwort. A-N-D. Ich werde
ein anderer, das ist das Schöne, AND heißt, ich werde auf und abschwingen. Und anderer, ein anderer, den ich mir ausdenke, ist nur Gedanke von mir. Das sind aber RR, AND, RR, anderer. Haben wir in dem letzten Selbstgespräch in einer Seite, bin ich drauf, also in dem Buch. Ja. Es gibt kein, ein anderer ist ein Gedanke von mir. Ich bin ein Gedanke von mir. Ja, was bin ich dann? Etwas, was nicht gedacht werden kann. Es ist der eine, der jetzt träumt. Aber der, der träumt, was er träumt, hängt ab von dem momentanen Buch, das du liest, das Programm, das in dir läuft. Der liest auch die anderen Bücher. Aber jetzt bist du schon wieder gezwungen, dir vorher und nachher zu denken. Es ist jedes Wort, das du aussprichst in deinem Kopf als Geräusch, rot. Wenn du ein Buch in der Hand hast, sprichst du jetzt. Und vom Bücherregal sind alle Bücher und alle Worte gleichzeitig da. Aber du kannst nicht einmal die Bücher, die Worte in einer Zeile aussprechen. Du kannst es immer nur jetzt machen. Im Weißenbruch-Vortrag habe ich gesagt, beim Film, wir haben im ersten Takt Filmbilder, 25 Bilder oder 24 in der Sekunde. Dia positiv, dia negativ. Dieses Flackern ist eine Einheit auf der DVD. Der nächste Schritt ist DVD-Wechseln. DVD-Wechseln, das ist ein langsamerer Takt. Das ist jetzt eine grobe Stufung, die Lampe wechselt nochmal. Wenn ich das wechsle, das, wenn ich wechsle, das kann ich jetzt in Ordner einteilen. Okay? Beim Lesen ist es natürlich noch klarer. Da beginnt das Ganze jetzt erst einmal mit Konsonanten. Wassermelone, das Wort, wenn ich das Wort Wassermelone hinschreibe, besteht aus einzelnen Buchstaben. Und ich werde jetzt feststellen, dass ich jetzt schon das Gefühl von Zeit erzeuge. Wassermelone. Was jetzt die Buchstaben in dem Wort Wassermelone sind, wo ich jeden Buchstaben, jedes Geräusch, die Umformung meines Mundes bloß jetzt machen kann. Was die Buchstaben in dem Wort sind, sind die Worte in der Zeile. Ich kann jedes Wort nur jetzt aussprechen, wobei jedes Wort ja wieder ein Konsonant ist und ein Konsonant, wenn ich jetzt das mit dem Ossi anschaue, ist wieder angeblich eine Schwingung. Ich komme aus dem System, das stuft sich immer feiner. Dann habe ich die Zahlen, die Seiten, bla 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 bla. Und du wirst merken, dass jetzt chronologisch gedacht es immer langsamer wird. Das ist wie bei Inceptions, wenn du in den Limbus runtersteigst. Aber das, wenn du ganz unten bist, das Langsamste, dass sich nichts mehr bewegt, ist auch der Zustand von ganz oben. Ganz oben. Lichtgeschwindigkeit bewegt sich nichts mehr. Das ist das, was ich sage. Ich bin du, mache ich das ganz einfach. Die zwei Bewegungsrichtungen deines Geistes. Die wissenschaftliche Richtung ist, dass du in Fachgebiete, in Sackgassen reinläufst. Die Wissenschaft kann dir alles ganz, ganz genau erklären, in einem winzigen Bereich, was vom Heiligen Ganzen überhaupt nichts. Wissenschaftler wissen nichts von sich selbst. Von dem verbindenden Parameter für all die Gedanken, die Wissenschaftler denken, die sind jetzt erst einmal in einem Fachgebiet. Und da müsste man dann sagen, die Wissenschaftler, wer denkt sich diese Wissenschaftler aus, die in Fachgebieten denken? Sind doch auch schon bloß Gedanken. Das ist die eine Seite, das verstreut sich. Mein Bild, wir haben ein Bild und da wir das zerdenken, wir sagen, die Medizin ist ein Bild und die Fachgebiete der Medizin sind Puzzlestückchen. Und sobald du ein Facharzt wirst, schaust du ein Puzzlestückchen genauer an, da weißt du mehr von dem Puzzlestückchen, aber du vergisst eigentlich schon das ganze Bild der Medizin. Es gibt Leute, die können das Herz austauschen, ausgedachterweise, die können nicht einmal einen richtigen Gips anlegen, wenn du dir das Bein gebrochen hast, weil das unter ihrer Würde ist. Die im Gehirn rumschrauben, können kein Gehirn da. Der Herztransplantation macht, der wird dir nicht einen Tumor aus dem Gehirn rausmachen und der im Gehirn rumschneidet, wird nicht der Herz sich austauschen. Das sind Fachidioten. Das ist dieses Wissen der Vereinzelung, wo du in Bezug auf ein kleines Fragment das genau betrachtest, wie wenn du dich hinfokussierst, aber das drumherum aus den Augen verlierst. Die Mystiker gehen den anderen Weg. Die haben ein Bild und sagen, zu was gehört das Bild? Und die merken jetzt, das Bild ist ein Puzzlestück von einem größeren Bild. Und dann heißt es, mein Menschensohn ist in beide Richtungen gegangen bis zum unendlichen Ende und hat festgestellt, dass die in denselben Punkt zusammenfallen. Das ist der Punkt in der Mitte. Das ganz oben und das ganz unten, das ja gleichzeitig ist, führt dich immer in dieses eine, in diesen einen Punkt, aus dem alles entspringt. Und jetzt habe ich ja all die Metapher, fällt mir gerade ein mit Spielkarten, pass auf. Wir denken uns jetzt eine Lampe. Und wenn du eine Lampe hast, ist es erst einmal jetzt im klassischen Sinn. Das ist ja der Gag von einem Laserlicht. Wir denken, du denkst jetzt mal einen ganz großen Raum hier mit 2000 Quadratmeter Grundfläche und vielleicht 20 Meter hoch leer. Und da hängen wir genau in der Mitte von diesem Raum hängen wir kleine Glühbirne rein und die Glühbirne strahlt 360 Grad das Licht aus. Und wenn ich jetzt da 0,5 Watt Glühbirne nehme, also mit einer Lichtleistung von 0,5 Watt in diesen großen Raum, wenn ich die einschalte und ich schaue jetzt hin, dann sehe ich zwar die Lampe, den kleinen winzigen Punkt wie ein kleines Leuchtwürmchen.
Aber ich werde feststellen, dass die in keinster Weise auch nur einen Hauch in dieser, weil das Licht ja wie bei den Schallwellen, teilt sich ja diese Energie auf die Oberfläche. Das heißt, wenn sich jetzt das so ausbreitet, das Licht, wie wir uns das vorstellen, aus einer punktförmigen Lichtquelle breitet sich ja so rum die Lichtwellen mit Lichtgeschwindigkeit aus. Aber diese Ausbreitung ist, dass die Energie, die im Punkt ist, sich auf der Kugeloberfläche, umso größer die Fläche wird, verteilt. Darum ist auch bei Schallwellen, wenn ich hier einen Knall habe, umso weiter sich diese Energie verteilt, wird es immer leiser werden. In dem kleinen Ausschnitt. Siehst du an den Wänden gar nichts. Wenn ich jetzt dieselbe Energie punktförmig, das ist ein Laser, ein 0,5 Watt Laser, wenn ich jetzt habe mit 0,5 Watt Licht, den siehst du hier, wenn ich da hinten irgendwo hin leuchten tue. Ohne Probleme, selbst an einem Kilometer kannst du den dann noch sehen. Der wird zwar auch, weil er nicht ganz gebündelt ist, 0,5 Watt Laser, wenn ich jetzt mache, der ist scheißhell, wenn ich den an der Wand mache. Mache ich jetzt dieselbe Lichtquelle als kugelförmiges Licht, beleuchtet sich selbst in 30, 40 Zentimeter, siehst du fast nichts mehr. Das Prinzip ist verstanden? Ja. So, und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt zeige ich dir Spielkarten. Wir denken statt Spielkarten, wir denken an klassischen Film mit Einzeldias. Okay? Und diese Einzeldias, die wir haben, die können wir jetzt ausschneiden wie einzelne Bilder. Das ist wie wenn du ein Spielkartenpaket hättest. Und diese Bilder wären jetzt die Einzelbilder von einem Film. Mhm. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du wirst merken, das ist verrückt. Wir können jetzt, wenn wir die Bilder alle gleichzeitig anschauen wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir legen die auf den Tisch, also wir spannen die in einen Rahmen als Einzelbilder. Wir haben jetzt ein Licht, das ist der Geist. Und wenn ich die jetzt anschauen will und ich mache die in einer Fläche, in einer großen Fläche, und ich bin ein Licht und ich zoome jetzt das auf die Fläche auf, wird natürlich die Fläche, die ich beleuchte, immer dunkler. Ja. Und dann reicht das kleine Licht nicht, was ich dir gerade erzählt habe, die zu durchleuchten. Wenn ich jetzt den Zoom eng mache, dass ich einen einzigen anfokussiere, das kann ich, wird es dann hell genug, dass ich das sehe. Jetzt kann ich natürlich auch die ganzen Dinge aufeinander legen. Aber dann habe ich dasselbe Problem, dass das dann so dicht wird, dass ich zwar mehr Licht habe in dem Fokus, aber ich kann es nicht, weil die Lichthelligkeit nicht durchleuchten in dem Moment. Ja. Das heißt, du müsstest extrem, das ist ein Spiel, du siehst erst, wenn du den Fokus verengst auf eine Kleinigkeit. Sobald du den Komplex aufmachst, wird es finster und du siehst es nicht mehr, das ist das Chatdenken. Wenn du viel Licht bist, das ist der, der vom Bücherregal steht, ist das absolute Licht. Da ist alles gleichzeitig da, was er sieht. Es ist ein grobe, ich kann immer nur Vorstellungsbilder machen. Aber dann bist du in einem Chat, dann bist du nur in einem Ja. Kennst du den Film Matrix? Ja. An was denkst du dann? An gar nichts. Jetzt weißt du es jetzt oder weißt du es nicht? Für dich ist Wissen immer nur ein Bissen. Denk an unser PD, FD, die Facette, die in Erscheinung tritt, der kleine Spiegel. Für dich ist Wissen ein Bissen. Und darum ist ja auch das, die weibliche Scham ist eigentlich die Scheide. Der Scheidown. Das Weibliche, das ist eine tiefe Symbolik. Du musst da jegliche Form von Moral und richtig und verkehrt. Ich bin, jedes Wort ist vollkommen wertfrei. Das ist wie mit dem Buchstaben. Schau, wenn ich immer tausendmal sage, diese 22 Grundzeichen, ob ich jetzt die Zeichen oder die Ziffern nehme. Dass das Rot-Blau lesen, wenn ich immer wieder sage, du kannst eigentlich jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen. Es ist eigentlich immer dasselbe, bloß eine andere Perspektive. Eine Schöpfung ist immer polar. Prinzipiell polar. Wo zwei sind, muss ein Dritter da sein, der sich geöffnet hat. Du merkst jetzt schon, wenn ich muss nichts mehr dazu sagen, ob ich jetzt Dalit sage oder Vier sage. Aber wenn sich was öffnet, nimmst du was wahr. Ja. Und in dem Moment, wo du was wahrnimmst, ist was aufgespannt. Aber das, was ich in dir aufspanne, ist immer eine Selektion aus einer Kollektion, die aus einem Spiegel entspringen, der Gott ist. Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Merkst du jetzt, das ist dich. Das heißt jetzt, ich kann das, ob ich jetzt das aufgespannt, polar, Wahrnehmung, Selektion oder Kollektionen, es stimmt immer, aber ich weiß jetzt, dass das ein komplett anderen, es ist ja immer richtig, es ist jede Beschreibung, wo ich mache, ist richtig, aber es ist wie Perspektiven. Das wird dir irgendwann einmal klar werden. Naja, es ist so, ich höre die Selbstgespräche relativ oder sehr regelmäßig und höre die ein paar Mal an und da komme ich immer wieder auf dieses Ding zurück, obwohl mir das vollkommen klar ist. Aber wenn du die jetzt beobachtest... Dass es eben zwei ist und dass es eigentlich blöd ist, so ein Zeug zu fragen, aber ich muss ja, das halt ist fragen, und ja. Jetzt pass auf, die Hartnäckigkeit, die du hast, die habe ich jetzt beim Dieter, wenn der Dieter da sitzt und der Dieter sagt, mir ist es klar, dass ich das nicht muss, aber ich will es verstehen und ich merke, es ist... Und ich sage immer wieder, du zwingst, das ist Kaufmannsdenken.
Du musst ihnen nur merken, warum macht er das? Warum und jetzt nicht merken, in dem Moment, denke ich, jetzt kommt das auf, es wird ja noch einfacher, denke ich mir in die Kiste das rein, denke ich mir, wenn ich jetzt den Holger sage, wieso hat der Holger das unbedingt, wieso wollte er mir unbedingt ein Fahrrad kaufen? Also hier mit der, ich wollte es wirklich nicht haben. Ich habe es tausendmal gesagt und dann haben sie mich ausgetrickt. Jetzt Moment, Holger, ich mache mal eine Verteidigung für dich. Jetzt kann ich mir, wenn ich sage, okay, weißt du, er hat ja auch einen Vorteil, weil wir miteinander Fahrrad fahren können, was für dich ja angenehm ist, wenn du allein fährst. Das macht halt mehr Spaß. Ist natürlich auch ein Programm. Aber jetzt muss ich mich fragen, wenn ich das denke, wenn ich mich beobachte, ich muss jetzt erst einmal mein Programm durchschauen, dann ist ja das, was ich jetzt mir über den Holger denke, eine Kiste, wo ich mir das reindenke, wo er sich das ja gar nicht raussuchen kann. Klar. Merkst du, du musst wirklich nochmal drüber gehen. Der Tierchenforscher, der denkt sich in die Kisten nichts rein, weil der wertfrei schaut. Der schaut, wie sie reagieren. Das Warum wäre jetzt schon wieder eine Interpretation von Sachen, die ich sehe. Weil, warum du das machst, ist in der reinen Funktion drin. Näher nicht drin. Das Warum ist letztendlich eine ganz blöde Frage, weil es alle möglichen Warum. Warum gibt, ist ja, immer also nur geistreich, wenn du Kategorie 3 nimmst immer. Und die sind schon beantwortet. Ja, klar. Warum ist jetzt das, weil ich es denke? Das ist eine neutrale Antwort. Alles andere ist schon wieder Interpretation des Programms. Yes. Das wirst du irgendwann einmal merken. Ja, das ist so, klar. Und du wirst jetzt immer, wenn ich mein Beispiel mache mit dem Internet, wenn das ausfällt oder sonst, dass du dir bewusst machst, wie du immer noch irgendeine Kategorie 1 oder 2 Antwort haben willst. Das naht dich und das ist irgendwann von einer Sekunde auf die andere weg und dann wird es dem unheimlich leicht, obwohl oberflächlich sich überhaupt nichts in dem Abwechseln von Bildern nichts verändert. Das nervt mich, dass ich dich das immer frage. Nein, das ist klar, mich nervt es nicht, wenn du ich bist, nervst dich auch immer. Aber ich merke, weil ich das so häufig höre, diese subtilen Unterschiede verteilt über alle möglichen Gespräche, in meinem Verständnis. Das ist genau das, macht es aus. Warum sagt er das schon wieder? Ne? Und ich sage, wenn sich in dir was wiederholt, hast du es noch nicht verstanden. Ich sage immer wieder, wenn sich in dir ständig was wiederholt, wenn du Selbstgespräche hörst, hast du es nicht verstanden. Da überhaupt nicht mehr drüber nachzudenken. Und in dem Moment, wo das abgehakt ist, ist es weg vom Tisch. Und es ist gerade diese ständige Wiederholung, ist bis dieses kleine Heureka da ist. Und das Heureka ist so unendlich einfach, das ist wirklich, dass du verstanden hast, nichts, was existiert, ist ewig. Ja. Und es taucht auf, weil es was zu lernen gibt. Ja. Und wenn ich es verstanden habe, dann muss ich es nochmal wiederholen. Ja. Ist auch so. Mhm. Ja. Das kann man erfahren, das ist einfach so. Ja. Es ist das, was ist. Und es ist hier und jetzt. Und es kommt aus mir und fällt wieder in mich rein. Ja. Das ist das Einzige, was ich... Das ist die Grunderkenntnis, die ich habe. Und dass das Einzige, was im Meer ist, bin ich. Und dieses im Meer, immer Seiende, ist letztendlich ein unendlich kleiner Punkt. Das ist das All. Das ist nichts, aus dem alles entspringt. Wobei das natürlich jetzt hier... Ich sage immer dieses... Wir machen ja schon zuerst einmal das Problem, dass man... In unserem Einheitskreis, ich soll mal Qualitätsachse haben, ein Vorher und Nachher kann ich das nennen, diese drei Drehungen, wo ich im Bleinfeld erklärt habe. Erste Drehung, wir machen hier Vergangenheit und Zukunft weg. Das sind ja Gedanken, die wir jetzt denken. Ich soll mal wieder, wenn ich jetzt den kleinen Bildschirm mache, der Daumennagel, wenn ich drauf schaue, das wäre jetzt der Monitor, auf den ich anschaue mit ständig wechselnden Bildern. Der Problem ist, dass ich zwanghaft ein Bild, das auftaucht, irgendwas in mir drin ist, das sagt, das ist in der Vergangenheit oder das wird in der Zukunft sein. Morgen gehen wir da hin, gestern waren wir da. Es ist doch jetzt. Jetzt dasselbe kann ich jetzt noch die 16 Perspektiven mir räumlich woanders hindenken. Nach oben, nach unten. Das lassen wir mal, das wäre jetzt Hintergrund. Ich habe ja nur eine Achse in der Darstellung. Das ist jetzt. Und jetzt sage ich, jetzt machen wir mal das Vergangene und Zukunft Drehma. Dann habe ich immer noch mein Jetzt. Jetzt habe ich aber oben und unten ist ja auch jetzt. Dann sage ich, ich rechne was hoch. Darum ist das Plus. Ich weiß, wenn ich mir jetzt was hochrechne, dass das ja jetzt gedacht wird. Und ich hole was aus meiner geistigen Tiefe hoch auf den Bildschirm. Ist aber immer noch von dem Jetzt getrennt, zwar nicht mehr in der Vergangenheit und Zukunft, aber, sondern oben und unten. Jetzt drehe ich das nochmal und jetzt brauche ich den Spiegeltunnel. Jetzt bin ich das Lämpchen und ich sehe lauter Lampenspiegel vor mir. Zwangsläufig ist ja auch was hinter mir. Yes. Kann ich wieder unendlich machen und ich mache einen Winkel rein, dass es dann diesen Kreis gibt. Ja. Okay. Erste Drehung, zweite Drehung. These, Antithese. Und jetzt wird es interessant. Und jetzt gehe ich aus dieser Reihe heraus und erhebe mich über die Reihe.
Und dann sehe ich plötzlich, da ist ja bloß ein Licht. Ein Licht. Das, was der sieht, wenn er so schaut. So wie ich jetzt weiß, Vergangenheit und Zukunft sehe ich ja bloß jetzt. Klar. Jetzt habe ich das vor mir und das hinter mir. Und wenn ich jetzt drüber gehe, meine Vorstellung, was dann zwangsläufig hinter mir ist, jetzt ist natürlich auch eine Vorstellung, dass über mir Wolken sind. Ist aber auch eine Vorstellung. Klar. Mhm. Was jetzt hinter mir ist, ist auch eine Vorstellung. Ich kann es immer nur vor mich hinstellen, darum ist das VR. Bistabiler weg. Mhm. Bistabiler ist zwei stabile Zustände. Bistabiler Multifibrator ist, entweder ist für mich hell oder ist es dunkel. Entweder arbeite ich jetzt einatmen oder ausatmen. Aber es ist eben gleichzeitig. Weil es ja immer jetzt ist. Mhm. Und jetzt erhebe ich mich und jetzt weiß ich, das ist ja alles in dem Punkt, das ist L. Darum ist unsere Wasserlinie mit oben und unten schon mal verkehrt. Das Gag-Ebene, wenn ich sage Gag, ist ja das ausgedachte GG33 ist auch die Welle. Mhm. Gott kann es nicht G, Gott ist Geist, ist Gott. Mhm. Kann geben, Geist ist eben. Mhm. Jetzt ist aber eben, ihr als Vorsilbe hast wieder Expen. Ja. Jetzt wird es natürlich noch heißer, dass mir das E mit 70, EB, mhm. 70,2, wenn ich das schreibe, das heißt Wolke. Wolke. Doppelt aufgespanntes All ist dein doppelt aufgespanntes All. Ja. Diese zwei wiederum sind ja zwei Existenzen. Jetzt machen wir, ob ich jetzt die 70 einen Augenblick auf eine Polarität, 70,2 Wolke nenne, diese Polarität sind ja zwei Existenzen. Ich kann auch 70,50,50 schreiben, das heißt auch Wolke. Eine andere Unterform, da gibt es ein Gewölk, eine Wolke. 50,50 zusammengezählt ist 100, das ist eine Affinität. Dann landest du wieder bei der 2. Ja, du kommst aus dem System nicht, du kommst aus dem System nicht drauf, weil das System aller Systeme ist. Ja, ist klar. Das ist und jetzt wollen wir immer wieder wiederholt. Also mal nochmal, was soll mir das sagen? Dass nichts, was in dir auftaucht, irgendwie zufällig ist, sondern es sind einfach nur winzige Facettenbastelstücke von einem heiligen Ganzen, das du selbst bist. Und das ist das Einzige, was du akzeptieren musst. Jetzt wird es natürlich interessant, das Wort akzeptieren. Ak. Aleph Kaf heißt eben jetzt nur hier bloß. Oder kann man auch Eck lesen. Ja, Aleph ausgesprochen. Eben jetzt nur hast flackernd eben bloß. Zep, ZB, die Geburt von Wissen. Kannst du dich erinnern, was das heißt, Zep? Geburt von Wissen. ZP. 90, 80. Ja. Auf der Oberfläche schwimmen. Ja, schwimmen, na, genau. Auf der Oberfläche schwimmen, das ist das Wogen, das Zäpfchen habe ich mit dem Auge. Das Zäpfchen, ZB, die Geburt vom Wissen schwimmt auf der Oberfläche. Ja. Wie war das nochmal? FN, ja. Dass deine Rede sei ja, ja, nein, nein, alles was überflüssig, was über darüber hinausgeht, ist schwimmt böse. Oben. Jetzt ist aber das Wort böse, hebräisch ist ra. Ja. Das ist Schinn nicht echt, ist aber ra. Oder R. Das heißt, dieser berechnete Augenblick ist eine augenblickliche Berechnung und das ist das, was in dir erweckt wird. Das erscheint und so echt, wiederholt sich, du kommst aus dem System nicht raus. Du kannst das erst erkennen, wenn du dir die Grundlagen des Systems angeeignet hast. Das ist ja mittlerweile, da müssen wir nicht reden. Aber du kommst dann immer und immer wieder, ja, und die anderen und die anderen. Nee, es gibt keine anderen, es gibt bloß einen genau Geist in einem Traum. Das ist der springende Punkt. Ich komme nicht mit den anderen. Nee. Nein, das ist auch mit Verstehen oder andere KIs. Ja. Es ist die Frage, stellt sich, es sind Gedanken, egal was du denkst, sind Existenzen. Ja gut, das stimmt, muss ich zugeben. Ich weiß, das sind einfach nur Existenzen, die jetzt sind, weil du sie denkst. Aber ich komme immer wieder drauf, ich denke mal, jetzt brauche ich diese doofe Frage nie wieder zu stellen. Da höre ich mir zwei Selbstgespräche oder drei an, dann geht es schon wieder los. Irgendwelche hinter dem ist das. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Die sind blau, aber doch alles nur deine blau. Gedanken. Ja, weiß ich ja. Blau, aber ich kann ja nichts dagegen machen. Du machst jetzt rein. Heuch, wenn du ganz normal mal schaust, wenn du im Bett liegst, und dann ist irgendwas mit, ich mache jetzt mal bei dir, ich kenne jetzt ein Udo-Beispiel, das ist ganz individuell, wenn du jetzt liegst im Bett. Und dann ist mal wegen Hausverkauf. Und dann ist er Freude, weil einer da ist und dann sieht es super gut aus. Mhm. Und plötzlich wie aus dem Nichts, ist da wieder Absache wie nichts. Und dann grübelt es, dann stinkt dir das. Dann, stimmt, aber das ist, dann ist mir aufgefallen, dass das die Welle ist. Weißt du, ist jetzt räumst du dieses Konstrukt, aber eigentlich mit Ja ist doch gleichzeitig immer Nein da. Es ist immer so. Ja, aber es ist jetzt immer in dem normalen Denken.
dass du oft manchmal wirklich spielst, ich merke, ich wiederhole einen Scheißdreck, wo mir merkt, dass ich einfach nur das Geschehen lasse, dass Dummheit ist, wo du irgendwas durch bist in Variationen, was ein Bibifax ist, der dir eigentlich am Arsch vorbeigeht, ja, und du wiederholst irgendwie in einer Endlosschleife im Bett. Das kannst so du, ist das. Das kannst du, das dreht machen. Sich das und dann will, ja, das macht dich wahnsinnig, ja, genau, und dann so doch wieder das. Nicht, ja, weil du merkst, und irgendwann kriegst du total die Gleichgültigkeit. Das ist ja egal. Mhm. Ich habe zum Beispiel, das größte Problem ist jetzt, wenn du jetzt hier, weil ich nachts fast nicht schlafe, ich rede jetzt normal. Ist von dir jetzt oder von mir? Von mir, von mir. Ach so, okay. Dass ich nachts fast nicht schlafe, da muss ich zurzeit sehr oft zum Bingeln raus, was mich aber nicht juckt. Und dass das Hauptproblem ist, wo ich gemerkt habe, was du einen totalen Frieden kriegst, wenn du checkst, dass dieses, das Schlafen selber ist ja bloß, dass es in dir grübelt. Schau das an. Ja, genau, und so du wirst es, ja, Scheißdreck träumen, wenn du willst, dass die Nacht rum ist. Ja. Aber es gibt doch bloß jetzt. Ja. Das heißt, das, was jetzt ist, akzeptiere ich. Und dann verändert sich ganz gewaltig das, was du denkst, auch wenn du nicht schlafen kannst. Und dann habe ich Inspirationen ohne Ende. Dann grübe ich, wie erkläre ich es. Mein Hauptding ist, der meiste Zeitvertreib habe ich, dass ich einen Komplex habe, den ich in Worten nicht ausdrücken kann. Und jetzt ist immer wieder Windows versucht, wie könnte ich jetzt das in irgendeiner Form basic ersichtlich machen. Und dann entstehen diese vielen kleinen, einfachen Beispiele, was ich immer sage, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Das, jetzt denke ich mir, dass wenn hier ein Hauch von Geist von mir drin ist, dass es zumindest erahnbar ist, was ich versuche mit Worten auszudrücken, was man mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Klar. Oder wenn du sagst, du kannst aus jedem Wort 400 Seiten Buch machen. Das ist kein Problem. Das gar kein, nein, das mache ich gar nicht. Wenn du... Das ist wie Thema, ne? Das ist alles möglich, das ist unfasslich viel in jedem Wort. Das ist, ne? Es wird, darum sage ich, geh nicht in die Vielheit des Nichts und des Viele, ist diese zwei Extreme, dass die Erkenntnis, erst einmal, dass das einzige verbindende Parameter für all diese Gedanken, die ich zu sehen bekomme, bin ich selber. Das Nichts und das Alles. Das ist das Einzige, dass das wirklich verstanden ist. Da musst du dich aber komplett gelöst haben, dass irgendein Gedanke, den du denkst, nicht irgendwie, die sind zwar unterschiedlich, aber keiner dieser Gedanken bist du und du bist aber alle, das Meer ist all seine Wellen, es ist aber nicht irgendeine bestimmte Welle davon, sondern immer alle. Genau, immer alle. Aber die Wellen, wie denke ich mir Wellen aus, ein Kommen und Gehen, über Fläche verstreut, das ist alles hier und jetzt. Es sind wieder Vorstellungen, die ich mir räumlich oder zeitlich woanders hin denke, ausgestreut denke, aber es ist doch hier und jetzt meine Information. Yes. Mhm. Das ist, wenn ich immer so jetzt denke an eine Erdkugel, wie schon weg, stell dir die vor und jetzt denkst du an einen Tischtennisball. Mhm. Und der reine Gedanke Erdkugel ist der in dir, in deinem Gehirn größer wie der Tischtennisball. Es ist, du stellst dir die eine Kugel größer vor wie die andere. Klar. Mhm. Du stellst dir 1000 Jahre länger vor wie eine Sekunde, wobei die eine Sekunde dieser Gedanke nur so lange da ist, wie du ihn denkst, aber du kannst ihn immer nur jetzt denken. Du steuerst nur schon auch wieder das Zeitfenster. Wenn ich 1000 Jahre verlängern und verkürzen will, kann ich jetzt nur 1000 Jahre, 1000 Jahre. Und der ist schon wieder weg. Das verlängert, das bleibt 1000 Jahre. Ich verändere den Maßstab meiner Vorstellungen, aber in mir selber, in dem Punkt, das ist wie ein Auszoomen und Reinzoomen, ist immer alles jetzt. Das Zerhackte genauso wie das Gleichzeitige. Ja. Und das zu verstehen, dann fängst du auch an, dich selbst zu verstehen. Und das wird der Gedanke von dir nie verstehen. Ja. Und jetzt wieder das Beispiel, Jotzia und ICH, ist ja eins. Geist. Und jetzt ist, sobald du ein ICA bist, denkst du dich meinetwegen als Klaus. Du träumst dich und erlebst dich als Klaus. Mhm. Was du träumst, kannst du dir nicht raussuchen. Wenn ich jetzt als JCH mit ICH, mit dem Geistesfunk kommuniziere, eins kann nicht kommunizieren, weil die eins sind, aber du wirst ja durch deine Divisionen im Traum, durch 8, 7, 8, 7. Wirst du zu einer Figur und jetzt, da du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst, tauche ich jetzt als Udo in deinen Traum auf. Du denkst dir den Udo genauso aus, wie den, den du zu sein glaubst. Und du bist ja der, der das Gespräch zwischen den Bröseln jetzt erlebt. Ja. Nicht der Brösel, ein ausgedachter Brösel hört nichts, der erlebt nichts. Ja, ja. Das heißt, ich inkarniere mich jetzt, das ist so die Notbremse und alles, was ich jetzt erkläre als Udo, erkläre ich den, der mich und den, der er selbst zu sein glaubt, ausdenkt. Ja. Und das ist das Spiel. Das muss verstanden werden. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles verstanden, das ist der Witz.
Jetzt könnte ich ihn Jan wieder nehmen. Der Jan, der hier in unserem Gespräch so schön sagt, diese unheimliche Genialität, dass ich mich zu etwas machen muss, dass ich eigentlich gar nicht bin, um erfahren zu können, was ich bin, dass ich was erleben kann. Kannst du von Ihnen mal selber, wenn der Seite nochmal erklären lassen, ja, wie das ausdrückt? Das wird dir immer mehr bewusst, dieses Spiel, das aus selbst sich selbst zerdenken. ZR, die Geburt von Berechnungen, die Visionen. Da klingt jetzt schon, wenn man das oft genug hört, klingt das schon ganz anders, wie wenn du hier vor 25 Jahren das Wort die Vision gehört hast. Ziemlich sicher. Da schreie ich schon die Vision an. Mhm. Wie sind wir in der Zeit, Holger? 10 nach 8, Udo. Es geht noch ein bisschen, geht's noch. Lange machen wir nicht mehr, ne? Ich habe auch keine Frage. Das ist ein schöner Zustand. Keine doofe Frage. Ja, nein, doofe Fragen gibt es nicht. Klaus, doofe Fragen gibt es wirklich nicht. Es nervt mich selbst, ich weiß. Es ist Fragen, das ist immer, das ist jetzt Sachen. Die Neugier, ich sage immer wieder, du bist jetzt neugierig und du willst verstehen. Das ist der Unterschied, wenn ich immer sage, dann ist der Geist hinter der Maske. Weißt du, pass auf, du bist neugierig und du willst verstehen. Du warst, unser Thema war ja die Neugier. Ja, genau. Wenn du mit normalen Menschen, wenn wir jetzt dieses Gespräch haben, du hast arrogante Rechthaber, die sind nicht neugierig und die wollen nicht verstehen, die wollen mit aller Gewalt dir klar machen, dass du nicht recht hast. Also das ich ist, jetzt. Ja. Die, weil die hundertprozentig wissen, alles, ja, was ihrer Logik widerspricht, ja, ist ein Scheißdreck. Das ist dann Geist, das ist nur Programm. Aber ich verstehe es nicht und deshalb frage ich. Das ist aber, das ist ja Neugier. Das ist Neugier. Und das ist, zeigt, dass ein Hauch von Geist da ist. Aber ist natürlich jetzt, ich verstehe vollkommen, wenn du sagst, ja, aber du sagst doch hin und her, aber ich muss das ja irgendwie in eine vorstellbare Form bringen. Also müssen wir uns auch einen Geist ausdenken, einen Geistesfunken. Was geistlos ist, ist ganz, wenn du normale Menschen hast, du wirst das merken, die kannst du nicht erreichen. Die hast du ja meistens eh nicht mehr, wir sind ja eh zurückgezogen alle. Aber du kannst von früher, du wirst das merken, das ist immer so, wenn ich jetzt die Helene habe oder auch die Trixi oder den Gogo, wo ich jetzt sage, die Neugier haben, das ist ihr Bruder. Ich habe gesagt, ich habe von die Donis den Bruder, den Michi, ich habe den noch niemals in meinem Leben gesehen. Ich kenne den nur vom Hörensagen. Weil das, wie der Toni, hat er versaut und der will nichts damit zu tun haben. Das Thema ist absolut passé. Die Tricks ist ab und zu bei ihrem Bruder, wenn irgendwas ist mit einem Fest. Da ist Holofeeling ist absolut passé, weil sonst eskaliert das. Kenne ich so auch mit der Familie. Aber ich habt ihr das auch in der Familie? Ja, das war zu Anfang ganz anders, aber jetzt ist das irgendwie so mit Partnern und Lebenssituationen und so weiter. Aber ich habe das irgendwie, ich habe überhaupt nicht den geringsten Versuch, da irgendwas zu erklären. Oder es so. Ist ja immer wieder, wo ich sage, musst du auch nicht. Das ist, ich finde zwar, wenn ich drüber nachdenke, auch vielleicht wäre es schöner, aber ist okay, es ist so wie es ist. Ne? Wie ich sag, du und in Frankreich sowieso, da ne, habe ich natürlich auch manchmal probiert, aber wenn das du, ist ganz vollkommen vergessen. Wenn du, wenn du absolut, wenn du einfach, na, da ist alles okay, wenn du das irgendwann einmal erkennst, ich sag, wenn du was Wunderschönes erfahren hast oder besitzt, und auch wenn es ein schöner Urlaub ist, du wirst nicht mehr müde davon zu erzählen, um deine Freude zu teilen. Ja, zu teilen. Genau. Aber nur, so, wenn das andere wirklich haben will, wenn nicht, halt auch einfach den Mund. Ja, das ist auch viel einfacher. Und das ist das Schönste und die größte Freude ist das Verstehen, Lernen, was man ist, was der Sinn des Lebens ist. Und da, was du meinst, da sind keine Figuren in einem Traum, interessiert es nicht. So ist das. Das ist jetzt das, was ich immer sage, aus dieser Geistesfunk. Das sind so wenige. Schau mal, die Brüssel, wo jetzt sitzen, die sind vor. Jetzt muss ich wieder normal denken, es ist, reduziert sich auf meine 100 Affen, wo ich sage. Da kommen jetzt immer wieder welche dazu, wo ich dann immer wieder sage, die mir auch durchaus Freude machen, in unseren Chat ein Rainer oder ein Folger, die ich praktisch überhaupt nicht kenne, gleich null, aber dass du. Wenn du die Grundlagen hast, dass du magst, die spiegeln sich jetzt im Intellekt mit den Bildern, wo der Folger gemacht hat, mit den Lammen, die Mühe oder der Rainer mit seinen Videos, was für tolle Videos der macht. Ja, aber stimmt, du bist doch die Ursache, du denkst in dir aus und dann magst du, boah, jetzt fangt langsam, ich muss langsam was verstehen und da komme ich dir entgegen, dass du dann vielleicht jetzt wieder, du Depp, meinst, dass der mehr wüsste wie du. Das ist aber, das ist, weil es in dir wächst, helfe ich, unterstütze ich dich, dass das aus dir rausspiegelt. Es bleiben Gedanken. Und der, der es denkt, der eigentliche Geist ist der vom Bücherregal. Die Reduktion auf den Geistesfunk ist ja schon in dieser Personifizierung. Klar. Und dann ist alles gleichzeitig. Das ist einfach ein riesengroßes Ja. Aber Ja ist langweilig. Ja. Verstehst du, das ist? Das ist so. Aber trotzdem ist es auch genauso. Also
Und wenn ich jetzt zum Beispiel aufwache, meistens ist es so, dann gucke ich erstmal, ah, Klaus, ne? Oh, scheiße, immer noch der Klaus. Und dann habe ich das Gefühl, ganz witzig, das ist wie so bei Rollerblades, du kennst diese Bahn, ne? Diese ja, ja. Die Dinger, ne? Dass ich habe ich das Gefühl, den kippe ich so zur Seite, ne? Und dann bin ich in dieser Bahn drin und dann geht der Tag los, ne? So Hü und Hot und hin und her. Und dann gelingt es mir dann in Abhängigkeit von den Ereignissen eben mehr oder minder schlecht, dieses Bewusstsein des Außerhalbseins zu bewahren. Ne? Also die sind nicht immer wieder gleichzeitig, kommt immer drauf an. Ne? Es gibt gute Tage, es gibt auch nicht so gute Tage. Ja, es ist wie Hell, Sonnenschein und Regen, der Dachtraum schlecht haben. Und du kannst dann nur wirklich als Beobachter, der Frieden ist, der zu werden, der du bist, ein vollkommen wertfreier Beobachter. Ja, genau, du löst dich von der Interpretation. Du hast deine Wehwehchen haben, aber die waren dir gleichgültig. Ja. Es ist jetzt, jetzt braucht man den Trick, dass ich sage, orientiere dich nach unten. Ich weiß nur selbst, wie ich dann einigermaßen wieder hitschen konnte, wie ich das Jahr körperlich gehabt habe, jetzt ein Gedanke, das nie in der Vergangenheit war, mit die Knie, dass ich einigermaßen wieder so rum in der Wohnung rumlaufen konnte und nicht einfach nur mit Schmerzen bloß aufs Klo gehen musste. Und dann habe ich dann gesagt, wenn ich sitze, nur schon sitzen können ohne Schmerzen, ist mir eigentlich wurscht. Wenn das jetzt bis Lebzeitende normal gedacht so wäre, könnte ich damit leben. Das ist so, das ist immer nach unten orientiert, weil es könnte ja schlimmer sein. Klar. Und du merkst dann, wenn du dir dann über das, irgendwann ändert sich das Thema, wie es denken ja immer wieder. Schau mal, was ich, wir gehen einmal in einem, dann meine alten Resonanzen durch die Medien. Ob jetzt das hier, die Kampfhunde sind, die Menschen anfallen, dann hast du eine Phase, wo dann die Seuche ist, die Rinder waren, dann haben wir Acrylamid mit Pommes und Bratkartoffeln oder Brot, das ist so braun gebraten, weil das Krebs erregen. Ja, genau, dann ist es komplett weg. Dann haben wir AIDS. Dann haben wir die Greta plötzlich. Alles nur CO2-Greta. Dann kommt Corona. Wen interessiert überhaupt noch CO2 und Corona? Wann hast du das letzte Mal irgendwo in einer Überschrift in deinem normalen Alltag aus den Massenmedien das Wort CO2-Lüge und so weiter gehört? Ist komplett weg, weil jetzt haben wir Corona. Ein Spiel, das sich ständig wiederholt. Du resonierst mit was und es schwingt sich in dir hoch. Und dann kommt plötzlich wieder neue Reizauslöser und du wechselst dann die Seite oder das Thema und dann ist es wieder weg. Existiert es dann eigentlich noch? Und das werde ich immer bewusster, dass du in der Welt, und jetzt wenn ich mir Programme nenne, bei jungen Leuten, die einen fahren auf das ab, die anderen fahren auf das ab. Die anderen sind auf ihren Christentag und die anderen sind an einem Wafer-Treffen oder an einem Grufti-Treffen. Das macht dein Programm. Die anderen geizen sich auf das auf, die anderen gehen Autospannen, die anderen müssen nur Golf spielen. Ja, aber trocken, oder? Ja, sehr trocken. Es gibt viele, die wissen, was Golf ist, aber für die ist das so weit weg wie der Mass. Die anderen sind nur auf dem Fußballplatz, da gibt es nichts anderes wie Fußball. Wenn ich meine Bildzeitung habe, soll ich gleich von der Bildzeitung die letzten 4-5 Seiten, die schaue ich nie an. Und wenn ich die Maus die Bilder am Sonntag hole, da ist in der Mitte nur so ein dicker Fußballteil, das ist das erste wie Werbung, das ich rausschmeiße, da mache ich keinen Blick rein, weil es mich nicht interessiert. Und andere schauen die Bilder, die sind nur auf diesen Seiten. So weltbewegend, so primitiv, also mach dir bewusst, wo du einen Fokus drauf hast. Bei Holofeeling hast du den Fokus auf alles und nichts. Das, ist, das muss man jetzt erst verstehen. Das ist erst einmal, fokussieren wir uns auf das Nichts, das wir selber sind. Und dann wirst du irgendwann verstehen, das bedeutet Holofeeling, dass du alles bist. Aber dann doch nichts. Denk an die Gnede, die nichts ist, die wir uns jetzt vorstellen, die rote, 200 Gramm rote Gnede. Rot ist immer was, was gar nicht existieren kann. Das heißt, alles, was wir rot hinschreiben, die rote, 200 Gramm rote Gnede, die wir uns vorstellen, weil die rot ist, ist in dem Moment eigentlich rot ausgedachte 200 Gramm rote Gnede schon was Blaues. Jetzt in der Symbolik von Blau. Und die Form ist eigentlich dann nichts. Und jetzt nochmal drehen, jetzt wenn wir das wirklich wissen, dass der Geist, die Gnede nichts ist, wird dann die Form, die in dem einen Metapher nichts war, aber dann zu dem, was du jetzt siehst, das ist voll egal, was du spürst. Schau. Und das ist jetzt das Ganze im Meier, wo ich so oft gesagt habe, dieses ist ja alles Maya, das ist ja nichts. Das ist so unendlich krank, dass ich mir was denke, das in dem Moment, wo ich es denke, existiere oder auf der Verabredung, ich sage, das gibt es ja nicht. Ja, klar. Und ich sage jetzt, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen, die Information sinnlich wahrgenommener Materie. Wenn ich jetzt das Weizenglas anschaue, dann ist hundertprozentig sicher, das Weizenglas, unabhängig von Verabredung, ist jetzt meine Information. Und jetzt kann ich hier
ein Gefühl erzeugen, macht meine Logik, ich kann das anfassen, jetzt ist es kalt, es ist hart und wenn ich es hochhebe, ist es schwer. Das ist aber nur ein Programm, das könnte ich jetzt alles programmieren. Es ist genau das da, was ich jetzt sehe. Das ist doch jetzt. Ja, klar. Das ist das, wo ich sage, bezweifle nicht. Ich werde nie sagen, dass es keine Materie gibt. Die Frage ist, was stellst du dir vor, was Materie ist? Es ist aber genauso hundertprozentig sicher, dass das jetzt die ganze Zeit überhaupt, die letzte, ich behaupte, das war jetzt praktisch die meiste Zeit überhaupt nicht da. Vielleicht einmal ein kurzes Auflackern, wenn ich getrunken habe. Aber selbst dieses, wenn ich getrunken habe, war nicht einmal in der Vergangenheit, weil ich das schon wieder denke. Es ist dieses Spiel, es kann immer nur jetzt sein. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Es gibt Materie. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin hundertprozentig kein Holocaust-Leugner, weil es gibt doch jetzt den Holocaust, weil ich in mir denke. Aber genauso gibt es jetzt in dem Moment an Osterhasen, wenn ich an Osterhasen denke. Aber ich weiß, dass der jetzt ist, weil ich ihn denke und die Grundlage, dass ich mir an Osterhasen denken kann, ist mein Wissen. Aber mein Wissen schreibt mir vor, dass der Osterhase, den ich jetzt denke, wenn ich materialistisch mein Wissen betrachte, dass der ja nicht existiert, was ja total der Blödsinn ist, weil der existiert doch jetzt. Jetzt kann ich sagen, gut, er existiert jetzt, weil ich ihn denke, aber den gibt es nicht irgendwo da außen, weil es ja nur ein Fantasieprodukt ist. Aber ist nicht die Welt, die du dir ausdenkst, ein Produkt einer Fantasielosigkeit, weil du zwanghaft Sachen nachdenkst, die fest programmiert sind? Yes. Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern an deiner Fantasielosigkeit. Und die Fantasielosigkeit kannst du nur überwinden, wenn du anfängst, dich inspirieren zu lassen. Aber der, der dich inspiriert, der ist in dir drin. Es ist aus dem tiefsten Innern. Du musst dich einlassen auf das, auf vollkommen Neues. Und das ist dadurch, dass das vollkommen Neue, jetzt hast du mal hier alles, was für dich wichtig war, negiert. Zertrümmert. Böse, schlecht. Moral. Und das ist, jetzt kommen die Moralisten, wie ich immer sage, ja. Denunziantenangeber. Der Moser. Moser, ja. Angeber, Schwarzmaler, Denunziant. Das ist die Moral. Das sind die Moralisten. Das sind normal, ich kann das normale Menschen nennen. Ja, das ist so. Und das wird dir irgendwann merken, du erwartest nichts mehr vom Menschen. Überhaupt nichts mehr, gar nichts. Ich kann jetzt das relativieren, ich sage, ich erwarte nichts vom Protagonisten, dass festgelegte Charaktere in einem Roman sind. Roman sind, ja, genau. Sie sind so, wie sie ausgedacht werden. Aber wer denkt sich diese ganzen Protagonisten aus? Ja, ich. Ob ich die jetzt Menschen auf einer Erdkugel nenne oder Figuren, Protagonisten in einem Roman nenne, es ist alles nur Definition. Es bleiben Gedanken, es bleiben Informationen. Und diese schreckliche Erkenntnis dieser absoluten Realisierung. Ich sage immer, es ist ja real, das sind doch nur die Stufen von Information, kommen die Physikbücher ins Spiel. Materie ist hochkonzentrierte Energie. Darum ist es schön in dem ersten Ich bin du, materialisieren kannst du nur hier und jetzt. Das, was du. Aber dann bist du, das ist das Licht, das sich sehr konzentriert im höchsten Zustand der Vergessenheit. Ja. Und dann, wenn du das aufmachst wieder, wenn du dich aufzummst, kriegst du wieder Unschärfe. Außer dein Licht, dein Geist wird größer. Dann kannst du in einem Moment viele Einzelbilder gleichzeitig, das ist das Ja. Aber das sind die Bilder eigentlich nicht mehr da, sondern bloß das Chat. Chat. Und dann sage ich, dann wirst du anfangen, nur noch Chat zu denken. Das ist, wenn du ein Wort anschaust, das ist mein berühmtes symbolisches 400-Seiten-Buch, das hier du unheimlich erklären musst. Das ist gerade immer bei mir jetzt die Schwierigkeit, wenn ich was erkläre, dass ich jetzt immer wieder aushole. Aber das, die kleinen Teile sind wichtig, dass du irgendwann nochmal das Chat kriegst in den Begriff. Aber Chat, was du so ja sagen kannst, das musst du durchlebt haben irgendwie. Das ist die Acht und darum ist auch interessant, dass jetzt auch viele Sachen ist mit Chat, was viele zum Beispiel nicht diese in der Aussprache. Es wird ja immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dass im Griechischen zum Beispiel Alpha, lernst jeder Alpha, Beta, Gamma und so weiter und so fort. Es gibt in der griechischen Sprache gibt es kein B. Im Griechischen, der Grieche kennt dieses Wort B, B, den Buchstaben B existiert im Griechischen nicht. Das ist ein W. Das heißt Leta. Alpha, Veda. Die sagen auch nicht Omega, sondern dieses ach Gott, wie hast du jetzt, habe ich den Faden verloren.
Alpha, Omega und Omega. Nein, nicht Omega will ich nicht sagen. Omikron. 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 Nein. Gut, das ist jetzt vielleicht das Zeichen zum Aufbruch. Jetzt müssen wir da, jetzt muss ich, jetzt wird es mir zu viel. Streichen wir das weg, jetzt soll ich den Faden verloren. Okay. Ich denke, es reicht jetzt. Ja. Aber es ist schlichtweg, und du merkst plötzlich die Perspektiven, dass du immer gewisse Vorstellungen hast und Meinungen hast. Und das ist für dich. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ein ganz, ganz tiefer Satz. Und das Wissen wollen ist das Hauptproblem Kategorie 1 und Kategorie 2. Ich sag, streich doch einmal furchtbar einfach dein Wissen wollen weg, sondern machen wir es einfacher. Wissen wollen ist immer irgendein Griff nach irgendetwas, was noch nicht da ist. Das aber ja dann wieder eine Existenz erfordert, weil für dich ist ja Wissen immer was Ausgedachtes. Ja, aber trotzdem. Aber wie, warum magst du nicht einfach mal Folgendes, dass du einfach bloß schaust, was du alles denkst, ohne irgendwas zu wollen davon oder auch nicht zu wollen? Du schaust einfach bloß und dann merkst du die Naritai, wie du in einer Schleife immer wieder auch Gedanken wiederholst. Oder was habe ich euch gesagt? Der größte Schritt in Richtung Bewusstsein ist die Erkenntnis, dass dir bewusst wird, dass dieses Ding, das voller Fragen und Wünsche ist, immer vergesslicher wird. Dass du deine Fragen vergisst und deine Wünsche vergisst. Das ist ja nicht schlecht. Und der das merkt, der darf jetzt keine Angst kriegen, sondern der muss sich freuen, weil dann beobachtest du, wie sich das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, immer mehr in dir auflöst. Ich finde das toll. Dass sich das immer mehr auflöst in dir. Nicht mehr machen muss, ne? Und dann merkst du, jetzt kommt irgendwie diese Verwandlung. Brech mal auf. Ja. Schönes Schlusswort. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Danke dir. Danke.